Adrian McKinty Die verlorenen Schwestern Gelesen von Peter Lunzek Take every dream that's breathing Find every boat that's leaving Shoot all the lights in the cafe And in the morning I'll be gone Tom Waits I'll be gone 1987 die Zeit verzweigt sich beständig zahllosen Zukünften entgegen. In einer von ihnen bin ich ihr Feind. Jorge Luis Borges, der Garten der Pfade, die sich verzweigen. 1941 Die große Flucht. Am Mittwoch, den 25. September 1983 um 16.27 Uhr, schlug der Pieper an. Im Abstand von vier Sekunden erklang ein schrilles Zis, was verriet, dass es sich um einen Notfall der Kategorie 1 handelte. Zumindest denjenigen unter uns, die sich die Mühe gemacht hatten, das Handbuch zu lesen. Dieser allgemeine Notruf ging an alle Polizisten, Reservisten und Soldaten in Nordirland, die gerade Dienst hatten. In der Kategorie 1 gab es nur fünf Notfälle, darunter ein atomarer Erstschlag der Sowjets. Ein Einmarsch eben dieser und etwas, das die Beamten, die das Handbuch geschrieben hatten, ganz nonchalant Hausfriedensbruch durch Außerirdische genannt hatten. Man sollte also meinen, dass ich, durchs Zimmer stürzend, mir den Pieper geschnappt hätte und mit einem Gefühl wachsender Panik zum nächsten Telefon gerast wäre. Da liegen sie falsch. Erstens war ich so high wie das Skylab. Zugedröhnt mit schwarzem Türken, den ich mir selbst gepresst und dann mit süßem Virginia-Tabak gedreht hatte. Und zweitens war da noch die Tatsache, dass ich gerade auf meinem Atari 5200 Galaxien spielte, mit dem Fernseher auf voller Lautstärke und zugezogenen Vorhängen, um dem Ganzen mehr Dramatik zu verleihen. Mir fiel der Pieper nicht auf, weil sein beharrlicher Ton fast genauso klang wie die roten Raumschiffe, die sich von der galaxianischen Hauptflotte lösten, um sich auf ihren ach so vorhersagbaren Angriff zu machen. Sie stellten keinerlei Schwierigkeiten dar, trotz der kranken Genialität ihrer jugendlichen Programmierer in Osaka, denn ich hatte den Bogen raus, und sie hatten nur Einsen und Nullen. Ich schob den Joystick nach links, hielt mich in den Ecken auf und wich ihrem flächendeckenden Bombenteppich aus. Nachdem ich das überlebt hatte, glitt ich wieder in die Mitte des Bildschirms und löschte die ganze Staffel aus, die noch dabei war, sich wieder zu formieren. Erst als der Bildschirm leergefegt war und ich sah, dass ich mich an meinen bisherigen Highscore herangetastet hatte, bemerkte ich das graue Plastikrechteck, das auf dem Beistelltisch lag und mit mehr als der üblichen Vehemenz piepte und vibrierte, wie mir im Nachhinein schien. Ich warf ein Kissen darüber, setzte mich wieder auf den Teppich und spielte weiter. Dann fing das Telefon an zu klingeln, immer und immer wieder, bis ich schließlich eher aus Langeweile denn aus Neugier das Spiel auf Pause stellte und ranging. Es war Sergeant Pollock, der Diensthabende auf dem Revier Belloray. Duffy, Sie haben nicht auf Ihren Pieper reagiert, stellte er fest. Vielleicht hat die Rote Armee das Signal unterdrückt. Was? Was gibt's, Pollock? fragte ich. Sie sind doch in Carrick Fergus, richtig? Ei. Melden Sie sich auf dem örtlichen Revier. Dies ist ein Notfall der Kategorie 1. Worum geht's? Eine Riesensache. Es hat einen Massenausbruch von IAA-Häftlingen aus dem Maze gegeben. Himmel. Was für ein Schlamassel. Höchste Alarmstufe, Mensch. Wir brauchen jeden Mann. Okay. Aber vergessen Sie nicht, das ist mein freier Tag. Also doppelte Überstunden. Wie können Sie in so einem Augenblick an Geld denken, Duffy? Ach, das geht überraschend leicht, Pollock. Vergessen Sie nicht doppelte Stunden. Tragen Sie es ein. Na gut. Wieder mal eine Glanzleistung des Strafvollzugs Ihrer Majestät, ha? Huh? Das können Sie laut sagen. Wollen wir nur hoffen, dass wir deren Mist aufgeräumt kriegen. Hören Sie, ist das in Ordnung, wenn Sie nach Carrickfergus gehen? Ich weiß, da waren Sie nicht mehr seit Ihrer. Äh, Degradierung. Ich könnte Sie immer noch zur Newton Abbey RUC schicken. Machen Sie sich keine Sorgen, Pollock. Wird schon gut gehen in den heimatlichen Gefilden. Hoffen wir mal. Ich legte auf und verkündete der galaxianischen Flotte, die lautlos auf der Mattscheibe schwebte: Kehrt zu euren außerirdischen Herren zurück und tut ihnen kund, dass wir Erdlinge nicht so leicht zu bezwingen sind. Dann zog ich den Atari aus der Rückwand des Fernsehers heraus und schaltete die Nachrichten ein. Ihre Majestät Gefängnis Mays, vormals bekannt als Long Cash, war ein Hochsicherheitsbau, der zu den ausbruchsichersten Anlagen in Europa zählte. Doch wenn man solche Wörter hörte wie ausbruchsicher, dann musste man unwillkürlich an jene andere große Belfast-Errungenschaft denken, die unsinkbare Titanic. Während ich Uniform und Schutzweste anlegte, kamen nach und nach die Fakten herein. 38 IAA-Häftlinge waren aus dem H-Block 7 des Gefängnisses ausgebrochen. Sie hatten eingeschmuggelte Waffen verwendet, um Geiseln zu nehmen, hatten sich dann einen Wäschelieferwagen geschnappt und waren durch die Tore gebrettert. Ein Beamter war tot, 20 waren verletzt worden. Zu den Ausbrechern gehören verurteilte Mörder und einige der führenden Bombenbauer der IAA, verkündete atemlos eine attraktive junge Nachrichtensprecherin im BBC-Studio. Na, fantastisch murmelte ich und fragte mich, ob sich darunter auch jemand befand, den ich selbst eingebuchtet hatte. Ich machte mir eine Tasse Nescafé und aß eine Schale Frosties, um den schwarzen Türken aus dem Körper zu verbannen, dann ging ich hinaus zu meinem BMW. Ach, Mr. Duffy, haben Sie das neueste schon mitbekommen?", meinte Mrs. Campbell über den Zaun hinweg zu mir. Ich trug Schutzweste, Schutzhelm und eine Maschinenpistole Heckler und Koch MP5, also war das keine sonderlich brillante Fragestellung von Mrs. C. Doch ich lächelte sie nur grimmig an und sagte: "Den Ausbruch meinen Sie?" Sie schob sich eine störrische rote Strähne hinter's Ohr. "Ja, es ist schockierend, die werden uns alle im Schlaf umbringen. Was mache ich denn nur mit Steven oben? Der ist doch arbeitsunfähig." Stevens Arbeitsunfähigkeit bestand in einer strengen Diät aus Billig, Gin und Wodka, was bedeutete, dass er schon gegen Mittag so hackedicht war wie Oliver Reed bei den Dreharbeiten zu den drei Musketieren. Sie war eine hübsche Frau, diese Mrs. Campbell, selbst mit ihrem Kummer, dem Nachtgewand aus den Fünfzigern und der Mundwinkel baumelnden Zigarette. Machen Sie sich keine Sorgen, Mrs. C. Ich bin bald wieder zurück, sagte ich. Und versuchte mich anzuhören wie Christopher Reeve in Superman 2, als er Louis Lane versichert, General Zord sei ihm nicht gewachsen. Ich bin mir nicht sicher, ob sie den Hauch an Selbstparodien meiner Reeve-Nummer bemerkte, doch sie beugte sich über den Zaun, gab mir einen kalten Zigarettenkuss auf die Wange und flüsterte Danke. Ich nickte leicht, ging den Gartenweg entlang und stieg in mein BMW. Bevor ich den Schlüssel in die Zündung steckte, stieg ich wieder aus und suchte unterm Wagen nach Bomben mit Quecksilberzünder. Es gab keine. Also stieg ich wieder ein und schob eine Kassette in den Rekorder: Robert Plans' The Principle of Moments. Ich hörte mir Plans' Soloalbum zum vierten Mal an, und noch immer brachte ich es nicht über mich, es zu mögen. Nur Synthesizer, Drum Machine und hohe Stimmen. Aber so waren die Zeichen der Zeit. Und nun, da der Herbst angebrochen war, konnte man mit ziemlicher Bestimmtheit festhalten, dass 1983 wohl das schlimmste Jahr in der Geschichte der Popmusik der letzten zwei Jahrzehnte werden würde. Ich fuhr die Scotch Quarter entlang und bog zum ersten Mal seit langer Zeit nach rechts auf das Revier des Carrick Fergus RUC ab. Eine äußerst merkwürdige Erfahrung noch dazu kannte der junge Wachmann am Tor mich nicht. Er beäugte meinen Dienstausweis, sah mich an, Runzelte die Stirn, hob die Schranke und ließ mich schließlich rein. Ich stellte den Wagen auf dem heruntergekommenen Besucherparkplatz ab, der ein Stück weit vom Revier entfernt lag, und ging zum Tresen des Diensthabenden. Es hatte ein paar Veränderungen gegeben. Die Wände waren in einem Klapsmühlenrosa gestrichen worden und überall standen Topfpflanzen herum. Ich hatte gehört, dass Chief Inspector Brennan in den Ruhestand gegangen war und nun ein Beamter aus Derry namens Superintendent Carter, seinen Platz eingenommen hatte. Viel wusste ich nicht über ihn, nur dass er jung und tatkräftig war und viele neue Ideen hatte, was sich zugegebenermaßen einfach nur grässlich anhörte. Aber das hier war nicht meine Burg, was kümmerte es mich also, was sie mit dem alten Gemäuer gemacht hatten? Das CID in Carrickfergus leitete übergangshalber mein ehemaliger zweiter Mann, der frisch beförderte Detective Sergeant John McCraben, und das war gut so. Ich ging nach oben, schlich mich hinten in das Besprechungszimmer und versuchte, keine Aufmerksamkeit auf mich zu lenken. Könnte nützlich sein. Wir rufen die Operation Kessel aus. Alle Straßen von uns zum Gefängnis werden gesperrt. Unser Abschnitt sind die Zugangsstraßen nach Norden und Osten, die A2 und natürlich die Straßen nach Antrim. Wir koordinieren uns mit Ballyclare R.U.C. Carter war groß, hatte einen wuchtigen Adamsapfel und braune, lockige Haare. Er war langgliedrig und beugte sich auf eine bedrohliche Weise über das Pult, als wolle er einem gleich eine Ohrfeige verpassen. Ich hörte mir seine Ansprache an, die von Gefahren und Herausforderungen handelte und mit dem Impetus von Winston Churchills Wir werden auf den Stränden kämpfen Rede endete. Rhetorisch war seine Ansprache weit überzogen, aber ein paar der jüngeren Constables der Reserve klatschten, als er fertig war. Danach drängten wir zum Besprechungszimmer hinaus und ich sagte Hallo zu ein paar alten Freunden. Inspektor Dagi McAllister gab mir die Hand. »Toll, dich zu sehen, Sean. je, wenn du fünf Minuten früher gekommen wärst, hättest du noch McCrabben und Matty erwischt. Aber die sind schon mit der Bereitschaftspolizei draußen. Wie geht's denn so?« »So, lala, Douglas. Wie ist denn der Neue?« Dagi rollte mit den Augen und senkte die Stimme. Wenn er nicht 1,80 groß wäre, würde ich sagen, er ist ein kleiner Wicht, der Publikum braucht. »Auweia. Du könntest ja immer noch den alten Trick mit dem Chlorpromazin im whisky durchziehen. Abstinenzler, schon. Trinkt nur Tee. Will den Alkohol auf dem Revier verbieten lassen und am liebsten gleich noch auf der ganzen Insel, wenn man seinen Pamphleten glauben kann. Diese Idee haben sie schon mal in Amerika ausprobiert, glaube ich, mit eindeutig zweideutigen Resultaten. Ei, also eine Krise nach der anderen. Ich besorge dir mal einen Dienstplan. Kannst du noch einen Land Rover fahren? Ist der Papst katholisch? Ich bekam meinen gepanzerten Polizeiland Rover und fuhr mit einer Gruppe nervöser Constables zu einem Ort namens Derry Clone am Ufer des Loch Nay. Wir brauchten über zweieinhalb Stunden, bis wir all die Straßensperren passiert hatten und stellten schließlich unsere eigene Sperre auf. Das also war die vielgepriesene Operation Kessel. In Radio 3 lief Legittis Requiem, und die düstere Stimmung wurde noch verstärkt durch die schwarzen Wolken, den Nieselregen und die vereinzelten Krähen, die uns von durchhängenden Telegraphendrähten aus ankrächzten. Als ich die Hecktür des Rover öffnete, lasen zwei der Männer in ihren Gideonbund Bibeln, einer schien geweint zu haben und der einzige katholische Reservist fingerte peinlicherweise an einem Rosenkranz herum. Verdammt noch mal, Jungs. Hier drin ist ja eine Stimmung wie in einem Minibus in Juarez am Dia de los Muertos. Na kommt schon. Eine Routine, wir werden schon keinem IAA Desperado begegnen, ich versprech's. Wir bauten unsere Straßensperre auf der schläfrigen Landstraße am Loch Ney auf, und nach ein, zwei Stunden Nichtstun war selbst dem schwermütigsten jungen Polizisten klar, dass wir keinem der aus dem Maze entkommenen begegnen würden. Wir sahen Helikopter mit Suchscheinwerfern, die vom RAF-Flugfeld Aldergrove abhoben und landeten, und im Radio hörten wir, wie erst der Nordirlandminister seinen Rücktritt eingereicht und später auch Mrs. Thatcher selbst ihr Amt niedergelegt hatte. Nichts war's. Niemand war zurückgetreten, und ich sagte den Jungs voraus, dass niemand oberhalb eines Inspektors auch nur einen Rüffel abbekommen würde, wenn der Untersuchungsbericht zu dem Ausbruch erst einmal vorliegen würde. Sie können ja im Hennessy Report von 1984 selbst nachlesen, falls Sie Beweise für meine verblüffenden Fähigkeiten auf dem Gebiet der Wahrsagerei wollen. Ein weiterer Land Rover von der Bellimina RUC hielt an unserer Straßensperre, doch die Polizisten sprachen einen derart fiesen Dialekt, dass wir Schwierigkeiten hatten, sie zu verstehen. Ein Großteil ihrer Unterhaltung schien um Jesus und Traktoren zu kreisen, für jemanden, der Bellimina nicht kennt, eine ziemlich unwahrscheinliche Kombination. Am späten Nachmittag traf da noch ein Land Rover ein, der Jungs aus dem weit entfernten Rain brachte. Niemand hatte daran gedacht, heiße Schokolade oder heißen Kakao mitzubringen, Essen oder Zigaretten, aber der Inspektor der Rain RUC hatte einen Reiseschach dabei, nur um die Befriedigung zu verspüren, jeden einzelnen von uns zu schlagen. Ich erzählte ihm meine Boris Spassky-Geschichte. Reporter: Was bevorzugen Sie, Mr. Spassky, Schach oder Sex? Spersky, das kommt ganz auf die Stellung an. Sie beeindruckte ihn nicht sonderlich, und er setzte mich in elf Zügen matt. Gegen Mitternacht nahm der Regen noch zu, und die Nacht war lang und kalt. In den frühen Morgenstunden hielten wir schließlich einen Wagen an: einen Austin Maxi mit einer älteren Kirchgängerin am Steuer, die seit der Mittagszeit versuchte, nach Hause zu kommen. Im Kofferraum fanden sich leider keine Flüchtigen. Die Fahrerin hatte eine Dose Kekse dabei doch nach einiger Diskussion erlaubten wir ihr im Interesse der Öffentlichkeitsarbeit, sie zu behalten. Zu Tode gelangweilt hörten wir uns den wirren und widersprüchlichen Polizeifunkverkehr an. In West Belfast hatte es Unruhen gegeben, doch waren sie nichts weiter als offenkundige Ablenkungsmanöver für die Bullen, deshalb hatte die Zentrale nur wenige Soldaten oder Polizisten dorthin geschickt. Kurz vor Sonnenaufgang gab es am südlichen Ende des Loch etwas Aufregung, als ein Helikopterpilot der Armee meinte jemanden gesehen zu haben, der sich im Schilf verbarg. Der Funk erwachte Bellen zum Leben, mehrere mobile Einheiten, darunter auch wir, wurden alarmiert und hingeschickt. Als wir dort eintrafen, schoss eine kleine Truppe der Welsh Guards mit Maschinengewehren ins Wasser. Bei Sonnenaufgang sahen wir, dass sie gute Arbeit geleistet und einen erschöpften Schwarm Bläßgänse massakriert hatten. Die auf ihrer Reise in den Süden Frankreichs dummerweise hier Rast gemacht hatten. Die Jungs aus Berlimina schnappten sich jeder eine Gans und wir fuhren zu unserer Straßensperre zurück. Ich setzte mich in den Land Rover und schaltete BBC Radio 4 ein. Nach letzten Meldungen hatte man 18 der Flüchtigen gefasst, die anderen aber waren entkommen. Gegen Mittag erhielten wir eine Namensliste. Keiner der Namen sagte mir etwas, bis auf einen. Und das war ausgerechnet. Dermot McCann. Dermot und ich waren in Derry zusammen auf die St. Malachy School gegangen. Ein wirklich kluges Kerlchen. Er war Schülersprecher gewesen, ich Stellvertreter. Dermot, gut aussehend, charmant, ein guter Spieler, hatte vorgehabt, zur Zeitung zu gehen und vielleicht auch beim Fernsehen Reporter zu werden. Die Troubles hatten seine Pläne auf den Kopf gestellt und Dermot hatte sich freiwillig zur IAA gemeldet, was ich in der Zeit des blutigen Sonntags auch selbst vorgehabt hatte. Wegen allerlei Machenschaften war ich bei der Polizei gelandet, und Dermot hatte mehrere Jahre bei den Provos gedient, bevor er verhaftet worden war. Er war ein hochtalentierter Sprengstoffexperte und Bombenbauer bei der I.A.A., der am Ende von einem Informanten verraten wurde. Der Spitzel wies auf Dermot als wichtigen Mitspieler hin, aber es gab keinerlei Spuren. Also hatte ein cleverer Polizist ihn reingelegt und seinen Fingerabdruck auf einem Klumpen Plastiksprengstoff platziert. Dermot war verurteilt worden und hatte bis zu seiner Flucht eine zehnjährige Haftstrafe wegen Verschwörung und mutmaßlichem Bombenlegen abgesessen. Ich hatte schon lange nicht mehr an Dermot gedacht, aber in den folgenden Wochen zeigte sich, dass er einer der führenden Köpfe hinter dem Fluchtplan gewesen war. Dermot hatte eine Möglichkeit ausgetüftelt, wie man Waffen ins Gefängnis schmuggeln konnte, und es war seine Idee gewesen, die Wärter als Geiseln zu nehmen und deren Uniformen anzuziehen, um die Wachtürme nicht zu alarmieren. Dermot schaffte es nach South Tyrone und über die Grenze in die Republik Irland. Später erfuhr ich vom MI5, dass er und ein Elite-Team der IAA in einem Terroristen-Ausbildungslager in Libyen gesichtet worden seien. Doch schon an diesem elenden Montagmorgen am Ostufer des Loch Ney, als der Nebel sich vom Wasser hob und Regen von einem grauen Septemberhimmel herabnieselte, wußte ich aus der schauernden Logik eines Märchens, dass sich unsere Wege erneut kreuzen würden. Die kleine Flucht Es war spät an einem kalten Dezembertag und der Gefangene 239 tat, was er am besten konnte. Warten. Er war nicht immer gut darin gewesen. Als Junge war er aggressiv und forsch, in der Schule brillant, aber genauso ungeduldig und grob. Erst im Mace Gefängnis hatte er warten gelernt. Als führender Kopf der IAA war er häufig in Einzelhaft gelandet, wo das Warten sein einziger Begleiter gewesen war. Er hatte fünf Jahre lang gewartet. Beobachten, Pläne schmieden, Leute zusammentrommeln. Und hier, in diesem Betonsarg am Rande der Wüste, wartete er wieder. Auch wenn es ihm schwerer fiel, die Zeit im Auge zu behalten. In den ersten paar Tagen seiner Gefangenschaft hatte er getobt, vor Wut geschäumt, mit den Fäusten gegen die Eisentür gehämmert. Das ist alles ein furchtbarer Irrtum, hatte er gebrüllt. Wir wurden hierher eingeladen. Genützt hatte es ihm allerdings nichts. Sie waren nur hereingestürmt und hatten ihn mit Gummischläuchen bearbeitet, bis er still war. Er wusste, er war nicht allein in dieser Anlage, aber in den Zellen links und rechts von ihm saßen keine Gefangenen, was sein Gefühl von Isolation noch verstärkte. Ebenso wie das hoch angebrachte Fenster, der ummauerte Gefängnishof und die Wachen, die den Befehl hatten, nicht mit ihm zu sprechen und nicht auf seine Fragen zu antworten. Er brauchte nur ein paar Tage, um sich wieder an seine alten Fähigkeiten zu erinnern. Er lernte wieder, die Zeit selbst zu nutzen und nicht sich von der Zeit benutzen zu lassen. Er las die französischen Romane, die sie ihm gaben, und die spärlichen Reste der englischen Zeitungen, die der Gefängniszensor übrig gelassen hatte. Zensieren ist in allen Kulturen ein undankbarer Job, und zweifellos verriet das, was der Mann aus den Zeitungen schnitt, mehr, als sie sich beim besten Willen vorstellen konnten. Er fing an, seine Gedanken in ein Notizbuch zu schreiben, das sie ihm gegeben hatten. Auf jeder zweiten Seite zeichnete er aus dem Gedächtnis seine Mutter, Geschwister und Szenen aus Derry. Es war ihm schon klar, dass sie lasen und kopierten, was er geschrieben hatte, wenn sie ihn auf den Hof oder zum Duschen brachten, aber das war ihm egal. Er verfasste Gedichte, machte Notizen für politische Manifeste und für Geschichten aus seiner Kindheit. Vielleicht schrieb er auch über mich, aber das bezweifle ich. Zumindest tauchte mein Name nicht in den Unterlagen auf, die mir der britische Geheimdienst später zukommen ließ. Ehrlich gesagt war ich nie einer seiner besten Freunde gewesen, eher Mitläufer, rechte Hand, Groupie. In der sechsten Klasse war ich eine Zeit lang sogar der komische Gegenpart gewesen, der Hofnarr bis er genug von mir hatte und einen anderen Loser auf diesen Posten hob. Die Wochen schleppten sich dahin, und die Eintragungen des Gefangenen 239 in sein Notizbuch wurden immer ausgefeilter. Er beschrieb seine Jugend in der Boxeite in den 50ern und 60ern. Er sprach über jenen furchtbaren Tag in Derry, als die Fallschirmjäger ein Dutzend Zivilisten erschossen, die nur für Rechtsgleichheit demonstriert hatten. Er erwähnte, wie der blutige Sonntag ihn und alle anderen jungen Männer in der Stadt wachgerüttelt hatte. Mich eingeschlossen natürlich. Tatsächlich war es das letzte Mal gewesen, dass ich damit McCann gegenüberstand, als ich ihn schüchtern aufgesucht und ihn gefragt hatte, ob ich mich wohl auch den Provos anschließen könne. Er hatte mich schlichtweg abgewiesen. Du bist an der Uni Duffy. Bleib da. Die Bewegung braucht die klugen Köpfe genauso wie die Muskelpakete. Als ich mich dann der Polizei angeschlossen hatte, hatte er sicherlich jeden Gedanken an mich aus seinem Leben verbannt. An jenem letzten Dezembertag hatte der Gefangene 239 die dünne weiße Matratze von der Pritsche genommen und auf den Zellenboden gelegt. In sein Tagebuch schrieb er, wenn er in der Ecke neben der Tür läge, könne er ab und zu eine schmale Federwolke durch die hohe Fensterspalte sehen. Er könne im südlichen Kamsinwind die Wüste riechen. Und obwohl er eigentlich nicht wissen dürfe, wo er sei, ahne er, dass er sich südöstlich von Tobruk befinde, vielleicht keine zwölf Meilen von der Grenze zu Ägypten entfernt. Freiheit, wenn er denn rauskäme. Aber wenn es jemand schaffen konnte, aus einem Kaker Gaddafis auszubrechen, dann Dermot McCann. Er lag auf dem Boden und schrieb über den Himmel, der im Laufe des Spätnachmittags die Farben wechselte. Er beschrieb das Fuhl und das Fladenbrot, das man ihm gegen sechs Uhr brachte. Er schrieb über die nächtliche Gefängnissymphonie. Schlüssel, die sich in Schlössern drehten, Schuhe, die auf dem gebonerten Fußboden quietschten, Männer, die im unteren Stockwerk diskutierten, ein weit entferntes Radio, Ungeziefer draußen im Flur, ein Laster, der über eine der Grenzstraßen klapperte, und, wenn der Wind richtig stand, das Jaulen der Schakale in einem der Wadis. Häftling 239 schrieb und wartete. Er durchforschte die Ansichten seines eigenen Verstandes und seiner Erinnerungen. Gesellschaft befördert das Verständnis, hatte er auf die allererste Seite des Notizbuches geschrieben. Aber Einsamkeit ist die Schule des Genie's. An jenem letzten Dezembertag zündete er einen Kerzenstummel an, auf dem Tagebuch fand sich rotes Wachs, zeichnete einen Fuchs, wickelte sich in seine Decke und legte sich schlafen. Zweifellos wachte er mit der Sonne auf, und als die Wachen in die Zelle kamen, um ihm das Frühstück zu bringen, spürte er wohl eine Veränderung in ihrer Stimmung und Körperhaltung. Vielleicht bemerkte er, dass sie ihn anlächelten und dass einer von ihnen einen funkelnagelneuen Satz Kleidung bei sich hatte. Der Zwischenfall Dezember es war nun ein Jahr her, dass ich aus dem CID geschmissen und vom Detective Inspector zum Sergeant degradiert worden war, zu einem einfachen Sergeant, nicht zum Detective Sergeant. Sie können sich ja vorstellen, wie schwer es ist, wieder in den normalen uniformierten Dienst auf einem Grenzrevier zurückzukehren, wenn man erstmal Detective gewesen ist. Der offizielle Grund, warum die RUC mich an den Eiern hatte, war die Verletzung von irgendwelchen verschissenen Regeln, doch in Wahrheit war ich beim Fall DeLorean ein paar hochrangigen FBI-Agenten auf die Zehen gestiegen, und die wollten sehen, dass ich einen Dämpfer verpasst bekam. Die Polizeireviere an der Grenze im Süden von Arma waren die reinsten Brutstätten für zukünftige Alkoholiker und Selbstmörder, mit dem zusätzlichen Wonneschauder auf der Streife erschossen oder in die Luft gejagt zu werden. Aber was mich dran gekriegt hatte, war die Nacht, in der wir Sergeant Billy McGivin nach Hause fahren mussten. Nachdem er in einem Pappe trunken randaliert hatte, Billy wohnte am Arsch der Welt und ich war schon mal bei ihm zum Essen gewesen, also übertrug man mir die Aufgabe, ihn nach Hause zu bringen. Es war nach neun Uhr abends und wir fuhren die Lower Island Road ins Dorf Ballycarry. Wir waren zu dritt. Sergeant McGivin und ich hinten, Jimmy McFall am Steuer. Rein theoretisch handelte es sich um eine zweispurige Straße, doch in Wahrheit war es nur ein breiterer Viehpfad. Und Jimmy hing schon halb im Graben, weil uns ein Auto entgegenkam. Um den anderen Fahrer nicht zu blenden, schaltete Jimmy das Fernlicht aus. Ich blickte durch die kugelsicheren Scheiben des Land Rover, aber da war nichts zu sehen. Dichte Hecken zu beiden Seiten, schlammige Weiden dahinter. Der Land Rover machte ein komisches Geräusch. Was war das? fragte ich. Keine Ahnung, antwortete Jimmy. Da war was. Glaubst du, es hat jemand auf uns geschossen? Ich hatte schon Dutzende Male gehört, wie Kugeln an den Panzerplatten eines Polizeilandrover abreiten, keine davon hatte ein solches Geräusch gemacht. Ich glaube nicht. Na, bringen wir McGivin nach Hause, meinte Jimmy. In der Woche zuvor hatte Billy McGivins Frau ihre drei Kinder geschnappt und war ausgezogen. Ein Anwalt hatte McGivin mitgeteilt, dass sie in England sei und sich wegen wiederholter Trunkenheit und häuslicher Gewalt scheiden lassen wolle. McGivin hatte beschlossen, ihre Behauptungen dadurch zu widerlegen, dass er ins Joy Mount Arms in Carrickfergus ging und sich volllaufen ließ. Er hatte angefangen, die anderen Gäste zu beschimpfen und die Frauen Schlampen und Nutten zu nennen. Als sie ihn zum Gehen aufforderten, hatte Billy seine Dienstwaffe gezückt. McGivin war schon ein unfassbar schlechter Polizist gewesen, bevor ihn seine Frau verlassen hatte. Zweifellos würde er ein noch schlechterer Beamter werden. »Das machte mir keine Sorgen.« Sorgen machte mir die Möglichkeit, dass er mir auf die Uniform kotzen würde, die ich gerade erst vor zwei Tagen aus der Reinigung geholt hatte. Alles in Ordnung, Kumpel, alles in Ordnung, versicherte ich ihm immer wieder. Bist gleich zu Hause, <laughs> erwiderte er und übergab sich auf den Panzerstahlboden des Landrover. Wir trafen ohne weitere Zwischenfälle in Ballycarry ein und fanden McGivens Farmhaus an der Man Street. Jimmy hielt an und zerrte McGivin in den Nieselregen hinaus. Wir konnten keinen Schlüssel finden, auch nicht unter einem Blumentopf oder der Fußmatte, also mussten wir durch die Hintertür einbrechen. Wir legten McGivin in der stabilen Seitenlage unten auf das Sofa. Dann stellten wir einen Eimer neben ihn und knöpften sein Hemd auf. An der Wand hing ein riesiges Samtbild von Jesus, der in einer Parade zur Erinnerung an die Schlacht am Boy in 1690 mitmarschierte. Doch Jimmy fand, es könne in Spuckweite sein, also hängten wir es ab und brachten es ins Esszimmer. In der Küche stand unter der Lampe unheilverkündend eine Trittleiter, der ideale Platz für einen Galgenstrick. Ich klappte die Leiter zusammen und schob sie unter die Treppe. Wie viele Freudianer braucht man, um eine Glühbirne zu wechseln? fragte ich Jimmy, um uns auf andere Gedanken zu bringen. Keine Ahnung, antwortete er. Zwei. Einer wechselt die Glühbirne, der andere hält den Penis. Äh, die Leiter, wollte ich sagen. Jimmy verstand den Witz nicht. Schätze, das reicht, stellte ich fest. Wir gingen zum Land Rover zurück und stiegen ein. Wir kamen gerade rechtzeitig, um mitzubekommen, wie in der Chartshow der Weihnachtshit für 1983 angesagt wurde. Es handelte sich um Only You von Vince Clark, neu eingespielt von irgendeiner nervtötenden A-Cappella-Gruppe. Der Musikgeschmack dieses Landes heutzutage ist mir ein Rätsel, sagte ich. Jimmy setzte sein 24-jähriges Lächeln auf und hielt den Mund. Ich überredete ihn, auf Radio 3 umzuschalten, und Bach begleitete uns zurück nach South Armor. Als wir den Wagen am Revier abstellten, fiel mir auf, dass der Spiegel an der Fahrerseite einen Sprung hatte. So was, sagte ich. Haben wir unterwegs irgendwas angefahren? Nee, der war schon kaputt, als wir losgefahren sind. Ich bin mir ziemlich sicher. Es gab keinerlei Spuren von Blut oder anderem verwertbaren Material. Ist wahrscheinlich nichts, dachte ich, und wir betraten die schwer gesicherte Kaserne, um den Rest unserer Schicht abzusitzen. Unbezahlte Freistellung. Wir ernäherten uns dem Ende der Fußstreife im übelsten Part der ganzen Angelegenheit wie einem jeder Polizist oder einfacher Soldat bestätigen wird. Wir waren kurz vor dem Polizeirevier, das oben auf dem Hügel lag, und in Sichtweite des Ziels beschossen zu werden, wäre zutiefst bestürzend gewesen. Das Dorf war Menschenleer. Es war ein ruhiger Samstagvormittag, lange vor Marktzeit. Wir marschierten mitten auf der Straße an den weißen Linien entlang. Die Häuser auf der linken Seite lagen in der Republik Irland die auf der Rechten im Vereinigten Königreich von Großbritannien und Nordirland. Unsere Aufgabe bestand darin, an der Grenze zu patrouillieren und Schmuggel und Transport von IAA-Waffen, Kämpfern und Geldern zu unterbinden. Die Geografie machte dies zu einem absurden Unterfang. Als Nordirland 1921 gegründet wurde, waren alle davon ausgegangen, dass es sich nur um eine vorübergehende Lösung für das Problem der irischen Selbstherrschaft handeln würde. Niemand hatte ernstlich daran geglaubt, dass die fürchterlich verwinkelten Bezirksgrenzen zwischen Firmener, Tyrone und Armor tatsächlich jemals eine dauerhafte und kontrollierbare Grenze zwischen zwei Staaten darstellen könnten. Doch nun waren sie es, und die Grenze verlief durch Felder und Dörfer, manchmal mitten durch Farmen und einzelne Häuser. Dazu kamen noch Exklaven, Enklaven, Landzungen und andere vollkommen unkontrollierbare kartografische Besonderheiten. Hier im Dorf Belloray verlief die Grenze geradewegs durchs Ortszentrum. Eigentlich sollten wir uns an die rechte Straßenseite halten, denn das Überqueren der weißen gestrichelten Linie stellte eine Verletzung der Souveränität der Republik Irland dar und führte rein theoretisch zu diplomatischen Verwicklungen. Hielt man sich allerdings rechts, war man im Visier der Heckenschützen entlang der Hügel des County Monaghan. Deshalb hielt ich die Patrouille unter meiner Führung stets auf der republikanischen Seite der Straße, wo uns die Häuser Schutz boten. Wir gingen langsam und hintereinander, dann kamen wir an den Hauptkreisverkehr von Balloray, von dort waren es nur noch 300 Meter bis zum Revier. Ich hatte acht Mann in voller Kampfmontur mitgenommen und wir waren schwer bepackt mit Leuchtgeschossen, Funkgeräten und Stirling-Maschinengewehren. Wie üblich war es eine anstrengende Patrouille gewesen. Wir waren über matschige Felder gestapft, über Gräben und Steinmauern gestiegen, durch Sümpfe und Jauche und Kuhscheiße gewartet. Wir hatten keine Spur von IAA-Leuten, Benzinschmugglern oder Schafdieben gesehen, übrigens auch keine Schafschänder. Und doch hatten wir in den letzten anderthalb Stunden unser Leben aufs Spiel gesetzt. Die Heckenschützen der IAA waren gut und verfügten dank der Yankee-Dollar über moderne Schnellfeuergewehre. Sie kannten unsere Routine und unsere Routen und konnten ganz gelassen in ihren Verstecken warten, die bis zu tausend Meter entfernt sein mochten. Taten sie aber nicht. Zumindest nicht an diesem Vormittag. Wir überquerten den Kreisverkehr und erreichten die winzige katholische Kapelle. Die Hecke rings um den kleinen Ziegelbau machte mir Sorgen. Sie war so dicht, dass man nicht hindurchschauen konnte, und dahinter mochte sich sonst was verbergen. Ein Mann mit einer Waffe, eine versteckte Sprengladung, ich schickte Constable Williams vor, um nachzusehen. Dann signalisierte ich dem Rest der Patrouille, sich auf ein Knie sinken zu lassen. Williams ging vor, schaute hinter die Hecke und entdeckte nichts. Er gab mir ein Handzeichen. Okay, sagte ich. Schwirren wir ab. Fast zu Hause, Jungs. Typisch für diese letzten Dezembertage war die Sonne mehr oder weniger verschwunden, wurde von den enormen kreidefarbenen Wolken verschluckt, die von den Morn Mountains herunterzogen. Doch selbst bei den kältesten Temperaturen waren wir vor Angst und Ausrüstung schweißgebadet. Es war auf herbe Weise schön hier unter den kargen Hängen des Schliefgalien. Dies war heiliger Boden. Kuxolins Königreich in den Zeiten des Tabo des Rinderraubs von Cooley und in den Zeiten von St. Patrick's Terra Repromissionis Sanctorum, dem gelobten Land der Heiligen. Heute gab es hier keine Heiligen, aber auch keine Sünder, was das betraf. Ich ging ein paar Minuten voran. Dann nickte ich Constable Brown zu, dessen Gesicht den aufgeschreckten Ausdruck des Hirschs auf Lanciers Monarch of the Glen annahm. Hallo, Junge, ich bin direkt hinter Ihnen, versicherte ich ihm. Nach etwa sieben Metern erstarrte er. Fahrzeuge, hörte ich ihn brüllen. Ich sah die Straße entlang. An ihrem Ende standen zwei Wagen seitlich nebeneinander. Ein blauer Ford Cortina, der wie ich Anna, Mr. Kochlen, dem örtlichen Metzger, gehörte, der andere ein orangener Toyota, den ich nicht kannte. Ich fragte mich, warum sie die Straße blockierten. Hinterhalt? Doppelte Autobombe? Oder etwas vollkommen harmloses? Beide Auspuffe qualmten. Ich hob meine Faust, damit sie jeder sehen konnte, und zog sie nach unten. Wieder senkten sich alle auf ein Knie. Und das mit meiner Arthritis, beschwerte sich Constable Pike. Runter mit ihnen, sagte ich, und Augen auf! Schließlich nahmen alle eine kauernde oder halb kniende Haltung ein, um sich besser auf den Boden werfen zu können, falls es sich um eine Autobombe handelte, und uns weißglühende Schrapnelle entgegenschossen. Wir warteten. Ein Rabe landete auf der Straße vor uns und pickte an etwas herum. Die Autos standen einfach da. Blauer Qualm stieg aus den Auspuffrohren. Die Motoren drehten im Leerlauf. Constable Daniels pfiff mehr oder weniger schief. What's new, Pussycat? Ich nahm ein Fernglas und besah mir die Szene. Zwei Männer saßen in den Wagen und schienen sich zu unterhalten. Hopkins, gehen Sie hin und überprüfen Sie das. Warum denn ich? fragte Constable Hopkins. Weil Sie dran sind, antwortete ich. Wenn Inspektor Kellhorn die Patrouille leitet, überprüft er immer selber alles Verdächtige, schimpfte Hopkins. Deshalb verdient er ja auch einen Haufen Kohle, richtig? Also los jetzt, schauen Sie nach, sonst landet mein Stiefel in Ihrem Hintern. Schon gut, sagte Hopkins mürrisch. Macbeth, Sie gehen mit, versetzte Formation, mindestens sieben Meter Abstand, und wachsam bleiben, beide. Hopkins und Macbeth gingen zu den zwei stehenden Wagen, wir anderen hielten die Luft an. Ich wusste, was die beiden dachten. So sieht also das Ende aus. Bang. Im Plastik Sprengstoff explodiert das eingearbeitete Sprengmaterial. Exponentielle Ausdehnung. Das Sprengmaterial fliegt aus einer Plastikumhüllung. Zinnoberrotes Feuer. Das Leben ist zu Ende gelebt und in einem Sekundenbruchteil vorbei. Macbeth und Hopkins trafen bei den Autos ein, redeten mit den Männern und kamen zurück. Zwei alte Knacker, die ein Schwätzchen halten. Entwarnung, sagte Hopkins. Ich nickte. Gerade als ich mich aufrichten wollte, hörte ich einen lauten Knall von irgendwo oben in den Hügeln. Ich musste keinen Befehl geben, noch bevor ich den Mund aufmachen konnte, lagen schon alle flach da. Jemand verletzt? rief ich und nannte einen Namen nach dem anderen. Pike? Bin okay. Brown? Alles in Ordnung. Daniels? Okay. McCord? Okay. Hopkins. Trotz Ihrer größten Anstrengungen, Sergeant, bin ich auch okay, meinte er verbittert. Macbeth? Ei, alles in Ordnung. Hat jemand gesehen, woher das kam? Niemand. Niemand hatte etwas gesehen. Niemand wusste, was das Geräusch gewesen war. Die beiden alten Knacker vor uns unterhielten sich noch immer. Die Frage war, wie lange wir dort liegen bleiben sollten. Wir konnten ja nicht den ganzen Tag den Asphalt knutschen. Okay, Pike, Macbeth, McCord auf die linke Straßenseite, die verdammten Hügel absuchen. Wenn dort ein Zielfernrohr aufblitzt oder eine Rauchwolke steht, schießen. Der Rest als halbe Truppe im schnellen Schritttempo die Straße entlang. Wenn wir hundert Meter weiter sind, halten wir an und decken die anderen. Alles klar? Jawohl, Sergeant Duffy, sagten manche, aber nicht alle. Pike, Macbeth und McCord rannten zum Graben auf der republikanischen Seite der Grenze und richteten ihre Maschinengewehre auf die Hügel. Wenn es sich um einen Heckenschützen gehandelt hatte, verbarg er sich natürlich und war hunderte Meter entfernt. Die Zielgenauigkeit der Sterling nahm nach dreißig Metern massiv ab, aber wenn die drei gemeinsam feuerten, trafen sie vielleicht was. Wir anderen standen auf und liefen los. Dann hielten wir an und warteten auf den Rest. So gingen wir weitere zweimal vor, bis wir das Revier erreichten. Niemand schoss auf uns. Wenn es denn wirklich ein Heckenschütze gewesen war, dann war er sehr vorsichtig. Ein Schuss war ihm genug. Wir nahmen diese Straße jeden Tag. Er würde seine Chance schon kriegen. Ich ließ alle Männer vor mir aufs Revier gehen und trat als Letzter ein. Erst als die schweren Eisentore hinter mir geschlossen waren, konnte ich mich entspannen. Wie immer war ich völlig erschöpft, als ich durch die Doppeltüren den Umkleideraum betrat, aber die Mistkerle gaben mir noch nicht mal die Gelegenheit, die Schutzweste abzustreifen. Die Mistkerle, das waren zwei hochgewachsene, witzlose Zivilbeamte von der internen Ermittlung. Sie trugen altmodische schwarze Jacketts aus Schurwolle, dazu weiße Hemden und passende rote Krawatten. Der eine hatte einen roten Bullenschnurrbart, der andere einen schwarzen. Sergeant Duffy? fragte der rote Schnurrbart mit leicht schottischem Akzent. Ja? Kommen Sie mit uns ins Befragungszimmer zwei, sagte er. Einen Augenblick, bitte, erwiderte ich und ließ sie warten, während ich meine Ausrüstung ablegte. Ich folgte ihnen den Flur mit dem Betonfußboden entlang zum Befragungszimmer, das normalerweise für Verdächtige bestimmt war. Constable Jimmy McFall wartete schon. Jimmy hatte offensichtlich wegen irgendetwas sein Herz ausgeschüttet, denn er hatte Tränen in den Augen und konnte mich nicht ansehen. »Ich hatte keine Ahnung, worum es überhaupt ging. Das Gras, das ich aus der Asservatenkammer in Carrickfergus gemobst hatte? Aber das war schon lange her, und was hatte Jimmy damit zu tun?« »Setzen Sie sich«, meinte der rote Schnurrbart. »Kann ich was zu trinken haben?« »Ich war auf Patrouille an der Grenze, das macht Durst. Aber das können Sie aus der Intern ja nicht wissen, richtig?« sagte ich, ging wieder hinaus, zog mir eine Dose Cola aus dem Automaten und drückte sie mir an die Stirn. Dann öffnete ich sie, nahm einen großen Schluck und kehrte wieder zurück. Ich setzte mich neben Macfall. »Was ist los, Jimmy?« fragte ich ihn. Er starrte seine Stiefel an. Haben Sie in der Nacht des 20. Dezember etwa gegen 20.45 Uhr einen Polizeiland Rover über die Lower Island Roads Belly Carry gesteuert? fragte der schwarze Schnurrbart. Bitte? Ihr Land Rover war der einzige in jener Nacht, der draußen war. Es hätte keinen Sinn zu leugnen, fügte Rotbart hinzu. Ihr Kollege hat uns alles gesagt. Sie waren unterwegs, sie saßen hinter dem Steuer und sie haben jemanden angefahren, ohne anzuhalten", sagte Schwarzbart. "Jimmy, du hast gesagt, ich sei gefahren?", fragte ich ihn. Jimmy antwortete nicht darauf und starrte weiter auf den Punkt, wo sein lügender Blick auf den Boden traf. "Sie haben jemanden angefahren, Duffy." Constable McFall meint, Sie hätten das nicht mal gemerkt, aber Sie haben einen Mann angefahren, erklärte Schwarz. Geht es ihm gut? fragte ich. Sie haben ihn mit dem Seitenspiegel in den Graben gestoßen. Leichte Prellungen, ein gebrochener Finger. Er wird's überleben. Ein 21-jähriger Bursche auf dem Heimweg vom Fußballtraining. Er hat einen Rucksack getragen. Den haben Sie getroffen. Das hat ihn wohl vor schwereren Verletzungen bewahrt. Gott sei Dank sagte ich. Er wird uns trotzdem verklagen, oder meinen Sie nicht? sagte Rotbart. Keine Ahnung, was dieser Held hier Ihnen gesagt hat, aber ich bin in jener Nacht nicht gefahren. Ich habe hinten im Land Rover gesessen und Sergeant McGivin davon abzuhalten versucht, an seiner eigenen Kotze zu ersticken oder mir auf die Uniform zu spucken. Sergeant McGivin wird das bestätigen. Den haben wir schon befragt. Sergeant McGivin erinnert sich an nichts beharrte Schwarz mit einem aalglatten Grinsen. Also steht Ihre Aussage gegen die von Constable MacFall? Ich nickte. So lief das also ab. Sie beide sind hiermit unbezahlt vom Dienst suspendiert, bis die Untersuchung abgeschlossen ist, sagte der große schottische Mistkerl. Sie können Ihre Waffen zum persönlichen Schutz behalten, aber Sie dürfen Nordirland nicht verlassen, und Sie werden sich nicht zum Dienst melden, Fügte Mistcar 2 hinzu. Jimmy nahm das Urteil hin und schlich aus dem Zimmer. Er hatte seine Geschichte als Erster abgeliefert. Er war der Informant und ich sollte das Opfer spielen. Mit anderen Worten, ich war am Arsch. Rotbart setzte sich auf Jimmys Stuhl. Ich bin Chief Inspector Slater, sagte er und hielt mir seine Hand hin. Ich nahm sie nicht. Ich kannte dieses Spielchen schon von früher. Erst die Peitsche, dann die Karotte in den Hintern. Worum geht es hier überhaupt? fragte ich. Kurz und knackig, bitte. Kurz und knackig? Das Spiel ist aus, Duffy. Hier wird nichts mehr zu ihrem Gunsten ausgelegt. Sie sollten mal Ihre Akte sehen, Mann. Himmel, Herr Gott nochmal. Warnsignale, wohin das Auge blickt. Sie hatten Glück, dass man sie nicht schon 82 rausgeschmissen hat. Seitdem sind Sie auf Probe, sagte Slater. Ich habe den Land Rover nicht gefahren, erklärte ich. Ist uns doch egal. Sie sind unser Mann des Monats, ein netter, saftiger Sergeant. Wir erfüllen nur unsere Quote, und diesmal sind Sie dran, erklärte Slater. Ich habe den Wagen nicht gefahren, beharrte ich. Da sagt Ihr Kumpel Jimmy was anderes. Jimmy ist sauber, und Ihre schmutzige, schmutzige Akte irritiert den Betrieb. Ich zündete mir eine Zigarette an. Wenigstens hatte Jimmy den Kerl nicht meinen freudianischen Witz erzählt. Aber das war egal. Vollkommen schnurz. Die Maschinerie hatte sich schon in Bewegung gesetzt. Die Sache ist also schon geregelt, ha? Huh? Ich bin der Sündenbock. Sie sind seit wann in der ruc Seit acht Jahren? fragte Slater. Fast neun, verbesserte ich ihn. Slater beugte sich zu mir vor und grinste mich mit hässlichen gelben Augenzähnen an. Es muss ja nicht in einem Skandal enden, oder? fragte er. Also gut, schießen Sie los. Wie lautet der Deal? fragte ich. Ihnen stehen keine Pensionsansprüche oder Vergünstigungen zu, aber wir räumen Sie ihnen trotzdem ein, wenn Sie die volle Verantwortung übernehmen und still und heimlich zurücktreten, ohne dass viel Wind um die Sache gemacht wird. Und wenn nicht? wollte ich wissen. Slater fuhr sich mit einem Finger über die Kehle. Umfassende Disziplinarmaßnahmen. Verstehen Sie das nicht falsch? Man wird sie für schuldig befinden und dann wird sie ohne Abfindung und ohne Pension aus der Truppe entfernen. Und glauben Sie ja nicht, es könnte sie retten, dass sie katholisch sind. In ihrer kurzen, nicht sonderlich brillanten Karriere haben sie einer Menge Leute ans Bein gepisst. Ich nickte, drückte meine Zigarette auf dem Tisch aus und stand auf. Ich werde darüber nachdenken, sagte ich. Der Brief Neujahr 1984. Doch kein großer Bruder beobachtete uns. Niemand kümmerte sich einen Dreck. Irland war eine Insel, die irgendwo im Atlantik trieb und von der sich alle vernünftigen Menschen wünschten, sie würde noch weiter davon driften. Weg von ihren Küsten, raus aus ihren Köpfen. Das Jahr kam hereingehumpelt, ein Tag ging in den anderen über. An einem Morgen gab es Graupelschauer, am nächsten Regen. Ich wanderte durch die Stadt, und wenn ich nach Hause kam, sah ich nach der Post, um zu prüfen, ob meine Entlassungspapiere angekommen waren, die ich unterschreiben musste. Carric Fergus war das reinste Chaos. Große Bereiche waren wegen Abbrucharbeiten und Renovierungen abgesperrt worden. Das Geld stammte von der EWG. Die Ansässigen hielten das für eine gute Sache. Aber sicherlich nicht wegen der Tatsache, dass wir ganz oben auf der Liste der abgerocktesten europäischen Städte standen. Ich wanderte durch die Straßen, trank im Papp und schaute bis spät in die Nacht fern. Wenn nur noch die staatlichen Informationsfilmchen liefen, in denen die Kinder vor der Gefahr des Ertrinkens gewarnt wurden, sollten sie in Kiesgruben baden oder davor merkwürdige Pakete aufzuheben, in denen sich in Wahrheit Bomben mit Auslöser befanden. Eines Nachts hatte eine ältere Frau auf der anderen Seite der Reihenhaussiedlung eine Art Anfall und schrie herum Er kommt! Er kommt! Wer da genau kam, sagte sie nicht. Aber sie hatte es mit einer derartigen Überzeugung vorgetragen, dass eine kleine Panik ausgebrochen war und die ganze Coronation Road aus den Häusern strömte. In einer anderen Nacht hörten wir eine 2000 Pfund schwere Bombe in Belfast hochgehen, so deutlich, als wäre es am Ende unserer eigenen Straße gewesen. Zeichen, Omen, einzelne Krähen, schwarze Katzen, Bomben, Bombendrohungen, Hubschrauber. Eines Morgens landete schließlich ein weißer Umschlag auf meiner Fußmatte im Flur. Ich trug ihn ins Wohnzimmer und schürte die Glut im Kamin an. Dann zündete ich mir eine Zigarette an, holte tief Luft und riss den Umschlag auf. Ein vorformuliertes Geständnis, das nur noch unterschrieben, notariell beglaubigt und an das RUC Hauptquartier Belfast zurückgesendet werden musste. Die Bedingungen waren vergleichsweise entgegenkommend. Als Ausgleich für das Schuldeingeständnis würde man mich in den vorzeitigen Ruhestand versetzen und mir eine Pension geben, obwohl ich nicht mal genug Dienstzeit dafür beisammen hatte. Ich las mir das Dokument zweimal durch, goss mir ein notfall ein und unterschrieb, wo meine Unterschrift verlangt wurde. Um neun Uhr fuhr ich nach Carrickfergus und suchte Sammy McGuinn auf, mein Friseur, der außerdem noch als Notar arbeitete. Sammy war der einzige Kommunist in der Stadt. Er hatte mich auf die zweifelhafte Freude aufmerksam gemacht, Radio Albania zu hören. Er las die Unterlagen und schüttelte den Kopf. Ich weiß, das siehst du gerade anders, Sean, aber das ist ganz toll. Als Angehöriger der Polizei warst du nichts anderes als ein Lakai eines tyrannischen Regimes, das den Willen der Bevölkerung unterdrückt. Und das als Katholik. So ein kluger Bursche wie du. Es war ein Job, Sammy. Ein Job, bei dem ich gut war. Macht zu haben ist schlecht für die Seele, verkündete er und sprach weiter über Lord Acton, Jürgen Habermas und das Stanford Prison Experiment. Schon gut. Kannst du einfach nur meine Unterschrift auf dem Formular beglaubigen, Sammy? Natürlich, sagte er, setzte Siegel und Unterschrift daneben und murmelte irgendwas über Thatcher und Pinochet. Ich verstehe. Du bist bedrückt. Ich spendiere dir einen Haarschnitt, sagte er. Und legte die fröhlichste Musik auf, die ihm einfiel. Mozarts Sinfonie G-Moll, Köchelverzeichnis 550. Als ich aus dem Friseursalon kam, sah mich Mrs. Campbell. Ach, Sie haben sich die Haare machen lassen, Mr. Duffy? Ich lasse mir nicht die Haare machen, ich lasse sie mir schneiden, erwiderte ich mürrisch. Ich ging über die Straße zum Postamt, kaufte eine Briefmarke, klebte sie auf den Rückumschlag, warf den Brief ein und war einfach so aus der Truppe ausgeschieden. Die Besucher. Die Zeit verging. Tage dehnten sich zu Wochen, Wochen zu Monaten. Kalter Februar, feuchter März. Wie Ezra Pound schon sagte, das Leben huscht vorüber wie eine Feldmaus und bewegt nicht mal das Gras. Meist ging ich in die Bücherei und las die Zeitungen, provinzielle Nachrichten, knöcherne Kommentare, kleingeistige Bezugsrahmen. Manchmal blätterte ich durch die Klassikalben und tat nichts bis 18 Uhr, denn ab dann war es nicht mehr unziemlich, mich still mit polnischem Wodka oder schwarzgebranntem aus dem County Antrim zu besaufen und mir Wagner, Steve Reich oder Avo Perth anzuhören merkwürdige Musik für merkwürdige Zeiten vor der Jahrtausendwende. Ich ging aufs Arbeitsamt, wo man mir mitteilte, dass es keinen Zweck hätte, mich arbeitslos zu melden. Meine Pension würde mit der vermögensabhängigen Leistung verrechnet werden, was hieß, dass mir keinerlei Form von Arbeitslosengeld zustünde. Der Beamte meinte noch zu mir, ich solle doch nach Spanien, Griechenland, Thailand oder sonst wohin gehen, wo ich mit meinem monatlichen Scheck von der RUC lange durchkommen würde. Ich fand, das sei eine gute Idee und besorgte mir aus der Bücherei ein paar Bände über Spanien. Ich wanderte durch die Straßen, beobachtete, beobachtete wie ein Detektiv Kinder, die Fußball spielten, Kinder, die Totenköpfe an Giebelwände malten, Fiedelspieler und Cellisten, die vor der Bank für Kleingeld spielten, und auf der High Street Männer, die für den Preis von einer Tasse Tee jedes beliebige Gedicht vortrugen, das einem nur einfiel. eines Abends im Pub geriet ich in einen Streit, das Übliche. Ein alter Knacker rempelte mich an. "Entschuldige mal, Kumpel", sagte ich, und schon flogen die Fäuste. Ich erwischte ihn mit einer linken, und bevor ich wusste, wie mir geschah, hatte mir der Mistkerl mehrere Schläge mit seiner Rechten verpasst: Kinn, Magen, Nieren, wieder Magen. Er musste 60 gewesen sein, mindestens. Er half mir auf, spendierte mir einen Drink und erzählte mir, wie er einen Gürtel im Mittelgewicht errungen habe und dass er John Wayne für seine Rolle als Ex-Boxer in der Sieger trainiert habe. Die Geschichte klang glaubhaft, aber ich war so verwirrt, dass ich nicht sagen konnte, ob sie stimmte oder vollkommener Bockmist war. Ich nahm mir ein Taxi nach Hause, trank ein Wodka-Gimlet, nahm zehn Milligramm Valium und ein halbes Dutzend Aspirin und ging zu Bett. Ich wachte in den frühen Morgenstunden auf, sah die Aspirinflasche neben mir und fragte mich, ob das wohl ein feiger, halbherziger Selbstmordversuch gewesen war. Feige, weil ich ja noch meine Dienstwaffe hatte, die ich als Ex-Polizist noch ein Jahr nach meiner Entlassung tragen durfte. Das wär's gewesen. Aus kürzester Entfernung mit einem 38er Hohlspitzgeschoss direkt durch beide Hirnhälften. Meine Gedärme schmerzten. Ich ging zum Carrick Hospital und trat in ein überraschend volles Wartezimmer. Nachmitternächtliche Busbahnhofgestalten wie aus einem David-Lynch-Streifen. Im Schwarz-Weiß-Fernseher lief Bildungsprogramm. Ein bärtiger Physiker erklärte: Das Leben stellt ein thermodynamisches Ungleichgewicht dar, doch am Ende kriegt die Entropie uns alle. Genau. Meine Gedärme brachten mich um, also hängten sie mich an einen Tropf. Der diensthabende Arzt meinte, ich würde es überleben, aber ich solle aufhören, meine Pillen wahllos einzuwerfen. Er gab mir ein Faltblatt über Depressionen mit. Ich ging nach Hause, wickelte mich in meine Decke und trat auf den Treppenabsatz hinaus. Meine frisch eingebaute Zentralheizung hatte ein Leck, und der Installateur hatte gemeint, er müsse erst in Deutschland ein Ersatzteil bestellen, um das ganze hochkomplizierte Gerät überholen zu können. Es würde Wochen dauern, erklärte er, vielleicht über einen Monat, also hatte ich mir einen neuen Petroleumofen ausgeliehen, und ehrlich gesagt, war der mir lieber. Der Ofen war mein Schrein, ich badete in seiner Wärme, seinem Sandelholzaroma und im Schein seines magentafarbenen Monds. Ich lag vor dem Ofen und ließ die Wärme über mich strömen wie eine Decke. Vor langer Zeit hatte ich mit einem solchen Heizgerät einen Mann getötet. Nein, war ich das gewesen? War das wirklich passiert? oder war das nur ein Fragment, ein Traum. Boote ohne Ruder, Traumschiffe. Das Aufflackern eines Wolfsschwanzes. Sonnenaufgang. Ich ging nach unten. Regen. Der Himmel hatte die Farbe von Katzenstreu. Ein Armeehubschrauber überflog die geduckten braunen Hügel. Ich sah mich selbst im Flurspiegel. Dürr, schäbig, blass. Die Fingernägel lang und dreckig, Haare ungekämmt, dick, schwarz, grau über den Ohren und an den Koteletten. Ich sah aus wie das Model für ein Anti-Heroin-Poster. Nicht, dass ich auf Heroin gewesen wäre. Noch nicht. Und da wir gerade von den exotischen Gaben des Orients sprachen, war da nicht noch. Ich fühlte im Mülleimer unter der Küchenspüle und fand eine Kippe mit einem letzten Rest Gras drin. Ich kochte mir einen Kaffee und füllte ihn mit einem Schuss Black Bush auf. Dann ging ich wieder ins Wohnzimmer und suchte in den Platten, bis ich Velvet Underground und Nico fand. Ich legte Venus in Furs auf, trank den Kaffee, zündete die Kippe an der Flamme des Petroleumofens an und inhalierte. Petroleum, Gras, John Cales Bratsche, Lou Reeds Stimme. Ein wenig aufgemuntert ging ich hinaus und holte die Milch herein. Vier Türen weiter stand ein merkwürdiger Wagen in der Kurve der Coronation Road. Ein weißer Land Rover Defender mit zwei Schattengestalten darin. Ein Mann und eine Frau, sie auf dem Fahrersitz. Ich machte mir im Geiste eine Notiz, drückte den Golddeckel der Milchflasche ein und goß ein wenig davon in meinen Kaffeebecher. Ich starrte den Wagen an und trank. Aus dem Spülwasserhimmel fing es an zu nieseln. Jesus ist der Herr! brüllte einer meiner euphorischen Nachbarn als Morgengruß. Ich schaute noch einmal zu dem Wagen hinüber, schloss dann die Tür und ging wieder ins Wohnzimmer. I am tired. I am weary. I could sleep for a thousand years, sang Lou Reed, als ich mich hinlegte. Die Musik ging zu Ende, der Tonarm hob sich, bewegte sich ein Stück nach links, und der Song fing wieder von vorn an. Von draußen drang ein schwaches, knarrendes Geräusch herein. Jemand war am Gartentor. Die Post oder die Zeitung oder. Ich schnappte mir den Revolver aus der Tasche des Morgenmantels und prüfte, ob er geladen war. Doch intuitiv wusste ich, dass die Personen in dem Land Rover keine Terroristen waren. Ich hörte Stimmen. Dann betätigte jemand selbstbewusst den Türklopfer. Ich ging in den Flur und sah durch den Türspion, den jeder Polizist als reine Vorsichtsmaßnahme angebracht hatte. Der Mann war groß, mit schütter werdendem Haar und wirkte leicht gehetzt, die ideale Besetzung für die Zeitungsmeldung, unbeteiligter Zuschauer bei Schießerei verwundet. Er trug einen blauen Anzug und seine Schuhe waren auf geradezu autistische Weise auf Hochglanz poliert. Er war etwa fünfundzwanzig. Die Frau hatte braune Haare, war blass und dünn, graue Augen etwa um die dreißig. Kein Lippenstift, kein Make-up, kein Schmuck. Sie trug einen schwarzen Pullover, einen kurzen schwarzen Rock und schwarze Schuhe mit niedrigem Absatz. Sie war nicht hübsch, nicht auf die klassische Art, aber ich konnte es nachvollziehen, falls manche Männer ihretwegen den Verstand verloren, und manche Frauen auch. Sie hatte eine Intensität, eine Ruhe an sich, die ungewöhnlich war. Ich steckte die 38er wieder in die Bademanteltasche und öffnete. Mr. Duffy? fragte der Mann mit englischem Akzent. Ja? Dürfen wir für einen Augenblick hereinkommen? Eine Sekunde lang fragte ich mich, ob das nicht doch ein wirklich hervorragendes Mordkommando war. So in etwa würde es ein verdammt gutes Team machen. Fragen, ob sie hereinkommen dürfen und dich dann umlegen, wenn die Tür wieder verschlossen ist und du ihnen den Rücken zudrehst. Doch höchstwahrscheinlich handelte es sich nur um diese Zeugen Jehovas, über die sich unten beim Fisch- und Chipsladen alle beklagten. Ei, gehen Sie ins Wohnzimmer, gleich rechts. Tee? Beide schüttelten den Kopf. Vielleicht tranken Sie keinen Tee oder Kaffee, wie die Mormonen. Sicher, das Wasser ist schon aufgesetzt, rief ich. Nein, danke, sagte die Frau. Ich brühte mir einen Becher, schüttete eine Packung Kekse auf einen Teller und trug ihn ins Wohnzimmer. Die Frau hatte den Ledersessel genommen, der Mann war aufs Sofa verbannt worden. Sie nahmen jeder einen Keks. Missionare verdienten Velvet Underground nicht, also legte ich Lou Reeds Leckt mich Meisterwerk Metal Machine Music auf, ein Album voller Feedbackschleifen und kreischender Gitarren. Muss die Musik denn sein? fragte der Mann. Ich nickte. Aber natürlich, falls die da mithören, antwortete ich. Wer denn? fragte der Mann. Ich deutete vage gen Himmel und legte einen Finger auf die Lippen. Dann setzte ich mich hin, tunkte einen Schokokeks in den Tee und begann zu kauen. Also, äh, Jehova, sagte ich. Wer? fragte der Mann und blinzelte so langsam, dass man sich schon fragen musste, ob Lou Reed ihm einen kleinen Hirnschlag verpasst hatte. Ich führte die Teetasse an die Lippen und nickte der Frau zu. Ich sah in ihre merkwürdig blassen Augen. Und plötzlich wusste ich, dass wir uns schon mal begegnet waren. Ich erstarrte mitten beim Trinken. Sie können doch Pokern. Also wissen Sie, wie das ist, wenn Sie Texas Holdem spielen, und Sie sitzen da mit einer Drei und einer Fünf in verschiedenen Farben. Du setzt blind auf die nächsten Karten, und viel hast du auch nicht mehr in Petto. Da legt der Dealer die nächsten drei Karten hin: eine zwei, eine Vier und eine sechs. Und plötzlich, einfach so, sitzt du im Bruchteil einer Sekunde nicht mehr auf dem Topf, sondern auf dem Thron. Im Bruchteil einer verdammten Sekunde. Nun kam ich mir in Morgenmantel und Flauschhausschuhen doch ein wenig albern vor. Wir sind uns schon mal begegnet, richtig? sagte ich zu ihr. Ich glaube nicht, antwortete sie in gehobenem englischen Akzent mit einem hauchfeinen fremden Einschlag darin. Ich stand auf und schaltete Reed aus. Oh ja, wir sind uns schon mal begegnet. Keine hundert Meter von hier auf dem Victoria Cemetery, 1982. Sie haben mir einen Hinweis zu einem Fall hinterlassen, an dem ich gerade arbeitete. Sie sind beim MI5, richtig? fragte ich. Keiner von beiden wies irgendwelche Anzeichen von Aufregung auf, aber das war doch der entscheidende Punkt, nein? Ich hatte sie nur ganz kurz gesehen, die Haare hatten eine andere Farbe gehabt, aber sie war es. Die Tatsache, dass ich richtig lag, verriet sich nur in einem sekundenschnellen Augenzucken und einem leichten Schürzen der Lippen. Dürfte ich wohl mal ein paar Namen erfahren? forderte ich. Ich bin Tom, behauptete der Mann. Und ich Kate behauptete die Frau. Ich nahm einen großen Schluck süßen Tee und stellte die Tasse auf den Beistelltisch. Also, Tom, Kate, setzte ich an, wie genau sind Sie im Arsch und warum glauben Sie, dass ich Ihnen helfen kann, da wieder rauszukommen? Es gibt viele Polizisten, viele gute Polizisten. Was habe ich wohl, was die anderen nicht haben? Hä? Ich zwinkerte Tom zu, und er verzog verächtlich den Mund. Meine wiedergewonnene pantomimische Jovialität gefiel ihm nicht. Kate jedoch lächelte. Mehrere Dinge schauen. Erstens, Sie waren ziemlich gut bei dem, was Sie gemacht haben. Zweitens, wir wollen nicht, dass der Mann, nach dem wir suchen, merkt, dass wir besondere Anstrengungen unternehmen, ihn zu finden. Natürlich weiß er, dass die Polizei hinter ihm her ist. Aber wenn zwei Personen wie Tom und ich herumlaufen und Fragen stellen, nun, das würde die Alarmglocken vielleicht ein wenig lauter schrillen lassen, als uns lieb wäre. Drittens, und das ist der entscheidende Punkt, Sie kennen die Person, nach der wir suchen. Sie sind zusammen zur Schule gegangen, fügte Tom hinzu. Diese Information musste ich erstmal schlucken. Der zweite Punkt war nur die halbe Wahrheit. Tom und Kate würden nicht herumlaufen und Fragen stellen. Dafür hatten sie ihre Lakaien bei der RUC oder bei Special Branch. Allerdings verhielt sich der MI5 wie diese englischen Offiziere in Britisch-Indien, die ihren Sepoy-Soldaten nie wirklich vertrauen konnten. Die RUC war undicht und unzuverlässig, ich jedoch stand völlig außerhalb des Systems. Ich würde dankbar dafür sein, eine Arbeit zu haben. Dankbar und biegsam. Ich trank weiter Tee, aß noch einen Keks und zündete mir eine Zigarette an. Es war nur zu offenkundig, wen sie meinten. Ich war nur mit einem Mann in der Schule gewesen, für den sich der MI5 jemals interessieren könnte, und dieser Mann war Dermot McCann. Mr. Duffy, wenn ich vorschlagen dürfte. Ähm, fing Kate an, doch ich unterbrach sie sofort. Wissen Sie, meine Liebe, die Sache ist die: Ich bin im Ruhestand. Ich würde Ihnen ja gern helfen, aber nun ist es zu spät. Ich werde das Haus verkaufen und nach Spanien ziehen. Ich habe mir ein hübsches kleines Fleckchen mit Blick aufs Mittelmeer gesucht, und mit meiner monatlichen RUC-Pension werde ich bestens auskommen. Und was fangen Sie mit Ihrer Zeit an? wollte Tom Wissen. Nichts. Entspannen. Musik hören. Wussten Sie, dass Haydn 104 Symphonien geschrieben hat? Wer hat jemals auch nur mehr als ein halbes Dutzend davon gehört? Kate biss sich auf die Lippe und sah mich wohlwollend an. Hören Sie schon, wir bedauern zutiefst, wie man Sie im vergangenen Jahr behandelt hat. Wer ist wir? Wir arbeiten für den Geheimdienst, wie Sie schon vermutet haben, fuhr Kate fort. Ich war aufgeregt, ließ aber Verärgerung aufblitzen. Leicht gesagt, Sie bedauern das zutiefst, aber Sie haben auch nicht gerade einen Finger krumm gemacht, um mir zu helfen, oder? Das lag außerhalb unseres Einflussbereiches, sagte Kate. Kann aber auch gut sein, dass Sie hinter der ganzen Sache stecken, ha? Huh? Vielleicht haben Sie meinen Abstieg eingefädelt, und dann tauchen Sie beide einfach so auf wie die Retter in höchster Not. Wenn das der Fall ist, dann tut es mir leid, dann ist das verdammt ordentlich nach hinten losgegangen. Ich bin darüber hinweg. Ich habe mich geistig und seelisch fortentwickelt und schon bald auch geografisch. Ich habe genug von Nordirland und den Troubles und Thatcher und M.I. 5 von diesem ganzen unerquicklichen Jahrzehnt. Ich bin ganz glücklich damit, mein kleines Stückchen hart verdienter Rente zu nehmen und nach Spanien zu ziehen, erklärte ich. Tom wirkte besorgt, doch nach kurzem Nachdenken schüttelte Kate den Kopf. Ich glaube Ihnen nicht, sagte sie. Ich stellte die Tasse auf den Kaminsims, drückte die Zigarette im Delfinaschenbecher aus und rieb mir das Kinn. Nein, glauben Sie mir. Ich bin weg. Ich bin wie McCavity, die schurkische Katze. »Ich bin gar nicht hier. Ich bin schon fort.« Kate seufzte und wartete, dass die Schauspielerei sich endlich legte. Ich zückte meinen Dolch. »Wenn Sie wirklich wollen, dass ich Dermot McKenna für Sie aufspüre, bevor ich verdufte, dann wird das ziemlich teuer.« Tom war schockiert, den Namen Dermot McCann schon so früh im Gespräch zu hören, doch Kate runzelte nur die Stirn. »Wie teuer?« fragte sie. »Da hatten wir sie.« die alles entscheidende Frage. Was zum Henker wollte ich wirklich? Wiedereinsetzung in die Position eines Detective Inspektors. Voller Lohnausgleich und Anrechnung der Dienstzeiten, Streichung aller Hinweise auf Fehlverhalten aus meiner Akte, einen Posten auf einem Revier meiner Wahl. Und noch was? Was? fragte Kate. Eine Entschuldigung dafür, wie man mich behandelt hat. Eine Entschuldigung von oben vom chief constable? von Thatcher? von Mrs Thatcher? fragte Tom, erstaunt über meine unverfrorenheit. Na, sicher nicht vom verfluchten Dennis Thatcher. Sie haben doch völlig den verstand verloren, Mann", entfuhr es Tom, dem fast die augen aus dem kopf sprangen. "Das ist es, was ich will, und damit basta. Sie wissen, dass wir es ihnen sehr unangenehm machen können", sagte Tom. Ich stand auf und baute mich ganz nah vor ihm auf, praktisch Nase an Nase. Nein, Kumpel, das mit den Drohungen lassen wir mal schön sein. Das ist definitiv die falsche Taktik, sagte ich. Kate räusperte sich, stand auf und wischte sich imaginäre Krümel vom Pullover. Ich nehme an, ein von der Premierministerin unterzeichneter Entschuldigungsbrief dürfte genügen, fragte sie geschäftsmäßig. Vielleicht, antwortete ich. Nun, wir werden sehen, was wir machen können, nicht wahr? sagte sie. Sie bedeutete Tom aufzustehen. Ich brachte sie zur Haustür. Wir bleiben in Kontakt, sagte Kate. Warten Sie nicht zu lange damit, Schätzchen. Ich habe mir sagen lassen, Valencia sei um die Jahreszeit ganz bezaubernd. Eigentlich ist das Wetter dort überraschend unfreundlich, erklärte sie und ging zügig den Gartenpfad entlang. Chiaroscuro Irland in schwarzen und grünen Schatten unter einem Dreiviertelmond. Irland unter einer Decke aus grauen Wolken, unter den Flügeln einer Krähe, unter den Flügeln einer Krähe und den Rotorblättern eines Helikopters. Ein Nachtflug über das Tal des Luggan River und die Banditengegend von South Armour. Die Musik in meinem Kopf Mahlers Neunte, die mit einem zögerlichen, synkopierten Motiv beginnt, das Malers unregelmäßigen Herzschlag wiedergibt. Ich hatte Helikopter noch nie gemocht. Hügel, die plötzlich aus dem Nebel ragten, Motorenschaden, Bodenluftraketen, vor allem letzteres. Die Chopper der Royal Air Force in Alster flogen mit Magnesiumfackeln, die ununterbrochen am Heck des Fluggeräts brannten, um die Raketen abzulenken. Doch aus bürokratischen Gründen hatte die Armee diese vernünftige Vorsichtsmaßnahme noch nicht übernommen. Glücklicherweise war der Flug von Belfast kurz, und schon bald konnte ich unser Ziel erkennen. Die Kaserne Bessbrook hatte sich ringsum eine umgebaute Textilfabrik entwickelt, die Quäker im 19. Jahrhundert errichtet hatten. Nun war es das örtliche Hauptquartier der britischen Armee in Armagh und der geschäftigste Helikopterflugplatz in ganz Europa. Hunderte von Soldaten wurden von hier aus ins ganze Grenzgebiet geflogen, und auch viele der Geheimdienste und die Militärpolizei hatten hier ihre Kommandozentralen. Innerhalb der stacheldrahtbewehrten bombensicheren Mauern gab es Soldaten jeder Couleur: Infanteristen, Chopperpiloten, SAS, Pioniere, Fernmelder, Royal Marines, alles Mögliche. Westbrook war ein Sammelbecken der besten Männer, die sich in der britischen Armee nur finden ließen. Die Kaserne war ringsum von Feindesland umgeben, und wenn die IRA jemals aus den Puschen kam, dann würde Bessbrook ein nettes kleines Tien Bien Fu abgeben. Wir sanken auf fünfhundert Fuß. Überall Bogenlaternen, Flutlichter, rote Fackeln. Newry lag nur zwei Strich weiter links; die Grenze zur Republik Irland lag ein Steinwurf weiter rechts in einem Streifen bedrohlicher Dunkelheit. Festhalten! Wir legen eine harte Landung hin. Du springst raus, wir heben wieder ab, erklärte der Bordschütze. Was meinst du mit harter Landung? fragte ich. Doch zu dem Zeitpunkt waren wir schon im Sinkflug. Die Wessig setzte auf einem riesigen weißen Haar auf. Los, raus mit dir, brüllte der Schütze. Ich nickte, löste meinen Gurt und nahm den Kopfhörer ab. Ich rannte aus der Maschine, und kaum war ich aus dem Weg, hob die Wessex schon wieder ab. Ein junger Militärpolizist mit Klemmbrett kam auf mich zu. Inspektor Duffy? Inspektor? Ich bin Duffy. Hier entlang. Wir gingen durch eine eiserne Sicherheitstür, und ich folgte dem Mann hinein in das Labyrinth aus Beton. Wir waren zwei Stockwerke tiefer und hatten mehrere verschiedene Sicherheitszonen durchquert, als wir auf der untersten Ebene ankamen. Ein feuchter, düsterer Keller. Ist ja wie bei Hitlers letzten Tagen hier unten. Der MP hatte die Bemerkung sicher schon mal gehört, lächelte aber trotzdem. Ich wurde in ein Befragungszimmer gebracht, wo man mich mit einem Krug Wasser, einem Stuhl, einem Aschenbecher und dem Daily Mirror allein ließ. Ich las die Zeitung und rauchte eine Kippe. Die Schlagzeile drehte sich um den Zauberer-Komiker Tommy Cooper, der am Abend zuvor einen Herzanfall erlitten hatte und live im Fernsehen gestorben war. Alle hatten das für einen Gag gehalten und weitergelacht, während er auf dem Bühnenboden lag und um Luft rang. So hatte er abtreten wollen, wurden viele von Coopers Freunden zitiert, aber so richtig glauben mochte man das nicht. Tom und Kate kamen zehn Minuten später ins Zimmer. Tom trug einen schwarzen Pullover mit Polokragen zu einer braunen Hose und braunen Loafers mit Quasten. Er bemühte sich angestrengt, lässig zu wirken, doch er hatte Tränensäcke unter den Augen und war fahl im Gesicht. Kate trug ein weißes Shirt und eine ausgeblichene Jeans. Tom hatte eine Bandmaschine dabei, Kate eine Aktentasche. Er baute das Tonbandgerät auf, schloss ein Mikro an und drückte auf Aufnahme. 20.01, 16. April 1984, Westbrook County Armagh, Nordirland. Gespräch mit Sean Duffy, ehemals Royal Ulster Constabulary, sagte er. Noch immer ehemals, hm? Kate öffnete ihre Aktentasche und reichte mir ein Blatt Papier. Es handelte sich um ein offizielles Dokument. Das mich bis zum 31. Dezember 1984 in den zeitweiligen Dienst bei der RUC im Rang eines Detective Inspectors versetzte. Ich sah das Dokument an, dann Kate. Sie bemerkte, dass ich nicht amüsiert war. Was soll dieser Scheiß mit dem 31. Dezember? Tut mir leid, mehr konnten wir beim besten Willen nicht aus dem Chief Constable herausquetschen, erwiderte Kate. Er mag sie wirklich nicht, meinte Tom. Wo ist mein Brief von Thatcher? Die Premierministerin wurde über ihr Anliegen in Kenntnis gesetzt und hat sich geweigert, einen Brief mit einer Entschuldigung oder dem Ausdruck des Bedauerns zu der vermeintlich unfairen Behandlung durch die Regierung ihrer Majestät zu unterschreiben, sagte Kate und rang sich ein mitfühlendes Lächeln ab. Haben Sie überhaupt gefragt? Ja, das haben wir. Kratzbürstige alte Hexe. Ich sah Kate und Tom und das schwarze Tonband an, das ich auf der Maschine drehte. Schaum, meinte Kate sanft. An ihrem Gesicht war etwas Bemerkenswertes, etwas nur Schwer Erklärliches. Unter dem strengen braunen Bob war sie attraktiv und intelligent, und man konnte nicht erkennen, was sie dachte oder woher sie stammte, ja, noch nicht mal, wie alt sie eigentlich war. Es hätte mich weder überrascht zu erfahren, dass sie 22 war und frisch aus Oxford kam, noch dass sie 50 war und eine gestandene Veteranin des Kalten Krieges. Im Augenblick können wir Ihnen nichts Besseres anbieten, fuhr sie fort. Das ist nicht gut genug. Ich verlange die vollständige Wiedereinsetzung und eine Entschuldigung. Diese Penner haben mich als katholischen Mistkerl beschimpft, direkt ins Gesicht. Haben Sie eine Vorstellung davon, was es heißt, sich Jahr um Jahr diesen Quatsch anzuhören? Hatten sie natürlich nicht. Nicht wirklich. Ihre Religionskriege waren lange vorüber. Die Engländer hatten das alles schon vor Jahrhunderten hinter sich gebracht. Tom trommelte mit den Fingern auf dem Tisch. Ich sah an die Decke. Was sollte ich denn machen? Nach Spanien gehen, verflucht? Tapas essen und mir bescheuerten Flamenco anhören? Ich bin gewillt, den Entschuldigungsbrief fallen zu lassen. Bei allem anderen werde ich nicht nachgeben, sagte ich. Tom schüttelte in Kates Richtung mit dem Kopf, so als wolle er verkünden Ich hab's dir doch gesagt, der Kerl ist eine verdammte Diva. Sean, hören Sie, das ist das beste Angebot, das wir gekriegt haben. Eine befristete Wiedereinsetzung, die Rückkehr zum CID. Sie haben Ihren alten Dienstgrad zurück. Wir mussten heftig schachern, um wenigstens das durch die Hierarchie bei der RUC zu boxen. Das ist doch wertlos. Das heißt doch nur, dass ich am 31. Dezember wieder achtkantig rausfliege, meinte ich und wedelte mit dem Blatt wie ein trauriger, weiser Neville Chamberlain. Nein, das heißt es nicht, beharrte Kate. Was heißt es denn dann? Es heißt, dass sie befristet wieder eingestellt werden, mit der Klausel, dass sie am Ende des Jahres wieder auf Dauer übernommen werden, wenn gewisse Bedingungen erfüllt sind. Und die wären? Sie fügen dem Ruf der RUC keinen Schaden zu. Sie handeln keinen direkten Befehlen vorgesetzter Offiziere zuwider. Und schließlich, der MI5 liefert dem Chief Constable einen positiven Bericht über ihre Aktivitäten im Rahmen dieses Auftrages. Ich rümpfte die Nase. Ergo bin ich auf Probe wieder eingestellt und diene faktisch zwei Herren. Ich muss also versuchen, gleichzeitig die Polizei und den MI5 glücklich zu machen? Sieht so aus. Bestätigte Kate. Aber andererseits, Rückkehr zur Polizei? Mein alter Dienstgrad? Wieder bei der Kripo? Das alte Kribbeln meldete sich. Das hätte ich gern alles schriftlich. Übertreiben Sie es nicht, Duffy, murmelte Tom. Ich lehnte mich auf den Plastikstuhl zurück und schaute mir das grinsende Gesicht des armen Tommy Cooper unter seinem roten Bühnenfitz an. Was denken Sie gerade, Sean? fragte Kate. Perfides Albion, denke ich gerade. Ja, Sie haben recht, wenn Sie dem Geheimdienstverhalten gegenüberstehen, aber Sie liegen falsch, mir zu misstrauen. Ich lege großen Wert darauf, mein Wort nur dann zu geben, wenn ich auch weiß, dass ich es halten kann. <laughs> Sie sind gut, sagte ich, aber in Wahrheit waren Ihre Worte merkwürdig beruhigend. Und falls das wirklich nötig ist, dann kann ich Ihnen auch noch ein Schreiben aufsetzen, in dem die Bedingungen und Voraussetzungen für eine völlige Rehabilitierung stehen, fügte Kate lächelnd an. Ich nickte. Also gut, stellte sie fest, öffnete ihre Aktentasche und reichte mir mehrere Formulare, die ich lesen und unterschreiben sollte. Ohne Drama. Wir alle wussten, was ich tun würde. Ich setzte meinen Namen unter zwei verschiedene Formulare, die mich dazu verpflichteten, keinerlei Dienstgeheimnisse zu verraten, und unter ein Formular, womit das Innenministerium jeder Haftung für Tod oder Verwundung enthoben wurde, die bei Ausübung des Dienstes eintreten mochten. Als ich damit fertig war, nahm Kate behutsam die Formulare an sich und verstaute sie wieder in ihre Aktentasche. Sehr gut. Bitte verstehen Sie, dass alles, was wir Ihnen nun sagen, streng vertraulich ist, setzte Kate hinzu. Okay. Sie räusperte sich. Also gut. Wir wissen seit ein paar Jahren, dass die IRA ein Waffentraining in Libyen absolviert. Nach dem Massenausbruch aus dem Mace Gefängnis letzten September konnten wir neun, vielleicht zehn der Flüchtigen in Tripolis aufspüren. Dank der Arbeit unserer Schwesteragentur waren wir in der Lage, die meisten von ihnen zu identifizieren. Einer unter ihnen ist, wie Sie schon treffend erraten haben, Dermot McCann. Ein echter Brocken, nicht? Sie hätten ihn wirklich besser im Auge behalten müssen. Richtig. Nun, die Beziehungen zwischen Gaddafi und der IAA sind recht kompliziert, angespannt, könnte man sagen. Und im Spätherbst letzten Jahres gelang es unserer Schwesteragentur, im Gaddafi-Regime die Story zu lancieren, die IAA-Männer seien in Wahrheit Agenten des Mossad. Gaddafi hat sie alle verhaften und in einen seiner Kerker werfen lassen. Gute Arbeit. Kate schüttelte den Kopf. Wie es oft bei den doch recht barocken Ränkespielen des MI6 der Fall ist, war diese Fehlinformation nur ein kurzzeitiger Erfolg und hat unserer Sache wohl eher geschadet. Gaddafi hat die IAA-Leute seither wieder freigelassen und seine Anstrengungen verdoppelt, sie auszurüsten und auszubilden. Tom übernahm. Der MI6 hat uns allerdings einen Gefallen getan, Sie waren in der Lage, uns eine Abschrift von McCanns Gefängnistagebuch zu beschaffen. Es ist unglücklicherweise nicht sonderlich nützlich, aber wir möchten Sie bitten, es zu lesen. Er reichte mir ein paar Dutzend Fotokopien in einer schwarzen Heftmappe. Ich schlug sie auf, blätterte die Seiten durch und bemerkte, dass das Tagebuch aus Kritzeleien, politischen Kommentaren, Zeichnungen, Gedichten und einem kurzen autobiografischen Versuch bestand. Sie haben das schon gelesen? fragte ich. »Ja, und ich fürchte, McCann war nicht so dumm, um etwas Belastendes zu schreiben.« »Haben Sie das Original?« »Ja, haben wir.« »Das wäre mir lieber, wenn es Ihnen nichts ausmacht.« Kate nickte, und Tom reichte mir ein kleines Notizbuch, das mit Kerzenwachs befleckt war und nach Sand und Schweiß und Fool Medam roch. »Was wissen Sie noch über Dermot?« wir haben recht wenig über die Aktivitäten der IAA in Libyen herausfinden können, doch offenbar haben die Männer Unterweisungen in Bombenbau und Waffentraining erhalten. Und wir schätzen, dass sie in zwei oder drei einzelne Zellen aufgeteilt worden sind. Diese Zellen haben das Geld und die Einsatzmöglichkeiten, um nach ihrer Rückkehr auf die britischen Inseln völlig unabhängig vom IAA Army Council zu agieren, fuhr Kate fort. Das muss sie ja nervös gemacht haben. Aber Sie haben einen Maulwurf im IRA Army Council, richtig? Toms Gesicht wurde ganz bleich. Kate streckte die Hand aus und hielt das Tonband an. Inspektor Duffy, über solche Dinge sollten Sie nun wirklich nicht spekulieren, sagte sie kurz angebunden und zog eine wenig hübsche, aber merkwürdig faszinierende Falte zwischen den Augenbrauen. Sie spulte bis zu der Stelle zurück, an der sie agieren gesagt hatte, und drückte wieder auf Aufnahme. Letzte Woche erhielten wir die doch recht alarmierende Information vom MI6, dass die IAA-Teams falsche Pässe bekommen und einige von ihnen womöglich Libyen schon verlassen haben. Na toll. Sie sind also schon lange untergetaucht. Ja. Kate faltete ihre Hände, legte sie auf den Tisch und sah Tom an. Der hatte nichts hinzuzufügen. Weiter, sagte ich. Weiter womit? fragte Kate. »Das ist alles? Sie haben keine weiteren Informationen?« »Ich fürchte, das ist alles«, räumte Tom ein und grinste dümmlich. Ich zündete mir eine Zigarette an und ließ mir Zeit, bis das Nikotin in meine Blutbahn gedrungen war, dann fing ich nochmal von vorn an. Mal sehen, ob ich Sie richtig verstanden habe. Bis zu zehn Männer der IAA haben in Libyen ein umfangreiches Bombenbauprogramm und Waffentraining absolviert. Ein paar davon gehören zu den aus dem Mays-Gefängnis entflohenen, selbst schon hochspezialisierte Sprengstoffexperten. Gaddafis Geheimdienst hat ihnen falsche Pässe besorgt, Geld und Ausrüstung zukommen lassen und die meisten sind schon wieder zurück und planen eine groß angelegte IRA-Bombenkampagne. Kommt das in etwa so hin? Das kommt in etwa so hin, bestätigte Kate. Ich glaube, setzte Tom an, doch bevor er uns seine Gedanken mitteilen konnte, erlosch das Licht, und wir hörten das gedämpfte Geräusch von Schlägen rings um die Basis. Ein Angriff? Falls ja, dann war das eine halbherzige Angelegenheit, denn nach zwei Minuten ging das Licht wieder an. Mir fiel auf, dass Tom meine Zigarette bis auf einen Stummel heruntergeraucht hatte. Und wie genau sieht meine Rolle bei all dem aus? fragte ich Kate. Wir möchten, dass Sie uns dabei behilflich sind, Dermot McCann aufzuspüren. Er ist mit großer Sicherheit der Anführer einer der Zellen, vielleicht sogar der ganzen Einheit. Dermot ist schon eine ganze Weile auf der Flucht. Ich nehme an, Sie haben alles andere versucht. Special Branch, Strafvollzugsdienst, MI5, selbst der MI6 hat nach ihm gefahndet, antwortete Kate. Abgehörte Telefone, Postverkehr, alles, dazu noch ein paar Bodenteams. Wen genau hören Sie ab? Ich weiß, dass Annie sich vor ein paar Jahren hat scheiden lassen. Annie wohnt bei ihren Eltern, aber wir haben das Telefon trotzdem angezapft, nur um sicher zu gehen. Wen noch? Seien Sie mir nicht böse, Sean, aber ich fürchte, ich habe nicht die Befugnis, Ihnen all diese Namen zu nennen. Ich kann Ihnen allerdings versichern, dass wir von allen bekannten Familienangehörigen und Vertrauten die Telefone abhören und die Post abfangen. Und Sie haben nichts gehört. Fragte ich. Tom schüttelte den Kopf. Nun war ich an der Reihe, mit den Schultern zu zucken. Das überrascht mich nicht. Dermot ist äußerst diszipliniert. Solange seine Zelle arbeitet, wird er weder Familie noch Freunde kontaktieren. Dermot ist kein Trottel. Das wird eine schwierige Nummer. Wir haben ihn schon mal erwischt, meinte Tom. Nein, haben sie nicht. Die Polizei hat ihn reingelegt. Dermot würde niemals irgendwo Fingerabdrücke hinterlassen, schon gar nicht auf einer seiner Bomben. Special Branch hat den Abdruck platziert, sagte ich. Kate lächelte mich an. Womöglich müssen wir diesmal härtere Maßnahmen ergreifen. Ihr Ton gefiel mir nicht. Nun, ich gebe ganz bestimmt nicht den Mörder, erklärte ich kühl. Das wollen wir auch nicht. Wir möchten nur, dass Sie das tun, was Sie am besten können, erwiderte Kate. Ich zündete mir eine weitere Zigarette an und warf das Streichholz in Richtung Aschenbecher, traf aber aus Versehen Tommy Coopers ausladendes Kinn. Ich brauche eine Liste von Dormots Freunden, Verwandten, Knastgenossen und Bekannten. Praktisch alle Personen, die sie abhören, und den Kreis darüber hinaus. Das können wir zum Großteil machen. Und ich brauche ein Büro. Ich dachte da ans Revier Carrick Fergus. Es liegt günstig, und ich kenne mich dort aus. Es gibt einen überkorrekten neuen Chef, einen Chief Superintendent aus Derry. Sie werden das mit ihm klären müssen. Das sollte wohl auch möglich sein, meinte Kate. Ich brauche einen Dienstausweis, der mich als Inspektor im CID ausweist, am besten Special Branch. Das wird der Kundschaft zwar keinen Schrecken einjagen, aber manchmal hilft das bei unkooperativen Kollegen. Mehr fiel mir im Augenblick nicht ein. Das klingt alles ganz vernünftig, stellte Kate fest. Gut. Gut. Kate hielt mir die Hand hin und ich schüttelte sie. Tom brachte mich zum Hubschrauberlandeplatz. Auf dem Rückflug las ich Dermots Tagebuch, die Autobiografie, die politische Theorie, die hingehauenen Gedichte, ein utopischer Plan eines demokratisch-sozialistischen Irlands mit 32 Countys. Falls dies wirklich Dermot McCanns Gedanken waren und nicht irgendein Blödsinn, den er verfasst hatte, um seinen Wächtern was zu lesen zu geben, dann war er ein wenig sonderlich geworden gesellschaft ist ihrem wesen nach tot und stasis ist das entscheidende kriterium des postkapitalistischen regimes aller konsens im posttextuellen wird dazu verwendet das sektiererische andere zu unterdrücken untersucht man das präkonzeptualistische paradigma irlands vor der invasion der normannen steht man vor einer wahl entweder man akzeptiert diese bäuerliche hierarchie oder man greift die Idee einer Anarchie von Stammeskönigen auf. Wir müssen eine Brücke zur Vergangenheit schlagen, ebenso wie zwischen Klassen und konstruierten sektiererischen Identitäten. Sollte der prätextuelle Rationalismus die Revolution überdauern, dann glaube ich durchaus, dass wir wählen werden müssen zwischen einer kapitalistischen, postdialektischen Theorie und einer Form von kapitalistischem Marxismus. Seiten um Seiten davon. Ich suchte nach akrostischen oder verborgenen Bedeutungen, fand aber nichts. Vielleicht handelte es sich um höhere Satire. Wir landeten auf der UDR-Basis Carrick Fergus. Dort wartete ein Mercedes, der mich in die Coronation Road zurückbringen sollte. Im Wagen las ich weiter. Das einzige wirklich Interessante im Notizbuch war das biografische Material. Jugend in Derry, Schulzeit, Wut über die Schläge durch die groben Hände der Christian Brothers, Musik der 50er, Radikalisierung nach 1968, Proteste, Gefängnis. Kein Wort über mich. Nichts über unsere Begegnung nach dem blutigen Sonntag. Auch nichts über jenen denkwürdigen Augenblick in der sechsten Klasse, als er mir für eine unabsichtliche Beleidigung eine Ohrfeige verpasste. Der Wagen setzte mich am Haus 113 Coronation Road ab. Ich ging hinein, schnappte mir eine Dose Bars und setzte mich ans Telefon. Ich rief meine Eltern an und erzählte ihnen, dass ich wieder in meinem alten Dienstgrad bei der Truppe sei. Meine Ma fing an zu weinen. Ich weinte mit. Dann rief ich mir Krabben an. »Crabby, ich bin's.« »Ach, hey, Sean, hab ja schon seit Ewigkeiten nichts mehr von dir gehört. Was läuft denn so? Ich hab gehört, du bist aus dem Dienst ausgeschieden?« »Ich und Ausscheiden? Ach was, nur ein Gerücht.« ich will wieder zurück, zurück beim CID, erwiderte ich und konnte kaum meine Freude darüber verbergen. Wirklich? Das sind ja tolle Neuigkeiten. Ich ermittle in einem Fall für Special Branch. Ich habe mich gefragt, ob es dir was ausmacht, wenn ich mir ein kleines Büro in Carrick Fergus nehme. Ich weiß, das ist dein Spielfeld und ich will mich auch nicht aufdrängen, aber. Nichts wie her mit dir. Ich freue mich schon, dich zu sehen, Sean. Danke, Krabby. Wir schwatzten noch eine Weile, dann legte ich auf und machte es mir mit den Akten zu Dermot bequem. Kate hatte mir auch den vollständigen MI5-Bericht zu Erkennen gegeben, samt Fotos und Stammbaum. Zu meiner Überraschung stellte ich fest, dass ich das meiste davon schon kannte. Dermot hatte drei Brüder und zwei Schwestern. Einer seiner Brüder saß zwanzig Jahre wegen Mordes ab, die anderen beiden waren nach Australien ausgewandert, um dort ein Restaurant zu eröffnen. Sein Vater war verstorben, seine Mutter lebte mit seinen Schwestern Orla und Fiona in Derry. Alle seine noch lebenden Verwandten waren erzrepublikanisch und würden niemals etwas sagen. Ich trank das Bass aus, goss mir ein Whisky ein, legte Velvet Underground auf und las alles noch einmal durch. Beim dritten Gang durchs Notizbuch fiel mir etwas auf, das ich die beiden ersten Mal übersehen hatte die winzige Zeichnung einer lockenmähnigen Frau, die durchgestrichen worden war. Wenn man ganz genau hinsah, konnte man erkennen, dass die Frau eine Halskette mit Miniaturbuchstaben trug A. Kratzer. Kratzer. I. E. Annie, sagte ich laut. Sie waren zwar geschieden, aber vielleicht brannte da noch ein kleines Feuer bei ihm. Meine erste Aufgabe würde sein, nach Derry zu fahren und seine Ma und Schwestern zu fragen, was sie wüssten, um dann den fruchtbaren Boden bei einer verdrossenen Exfrau umzupflügen. Nico sang All Tomorrow's Parties. Das schien geradezu ein Omen zu sein. In diesem Fall wird sich alles um Frauen drehen, prophezeite ich laut. Diese Prophezeiung sollte in Erfüllung gehen, wie sich herausstellte. Erster Schultag. Der Mann im Spiegel. Ein Faximili von mir, aber geschrubbt, rasiert und in einem schlecht sitzenden weißen Hemd, roter Krawatte und Lederjacke. Schlecht sitzend, weil ich in den letzten sechs Monaten ziemlich abgenommen hatte. Locker neun Kilo, dank einer Diät aus Marihuana, Kippen, Wodka, Limettensirup und wenig anderem. Ich eilte die Treppe hinunter und trat schnell hinaus unter den Vorbau. Der Frühling hatte Einzug gehalten mit Narzissen, Glockenblumen und einer regennassen Straße. Die McDowell-Kinder kickten einen Fußball in meine Richtung. Ich trat ihn vorsichtig zurück. Na, auf dem Weg zu einem Vorstellungsgespräch? fragte Mrs. Campbell besorgt von Mrs. McDowells Vorbau aus, wo sie genüsslich eine Zigarette rauchte. Dank des geschwätzigen Sammy McGuinn wussten alle in der Coronation Road, dass ich aus dem Polizeidienst ausgeschieden war. Nein, 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 er ist wieder bei der Polizei. Die Widerlinge haben ihren Fehler eingesehen und ihn wieder eingesetzt. So war's, widersprach Mrs. McDowell. Ist das wirklich wahr? wollte Mrs. Campbell wissen und sah mich fragend an. Ist es? beharrte Mrs. McDowell zwischen zwei Zügen, während sie ein Baby stillte. Es war, was, Kind Nummer zehn? Sind Sie wirklich wieder dabei, Mr. Duffy? fragte Mrs. Campbell. Naja, ich. Er ist jetzt bei Special Branch, ein Detective Inspector, brüllte Mrs. Macdowell, damit es ja auch alle hören konnten. So stand es zumindest auf meinem neuen Dienstausweis, der mir letzte Woche zugeschickt worden war. Detective Inspector Sean Duffy, RUC Special Branch, zugeteilt der Carrick-Fergus RUC. Woher Karen Macdowell das wusste, war mir ein Rätsel. Aber ihr Mann arbeitete als Briefträger bei der Royal Mail. Mrs. Campbells Gesicht strahlte vor Aufregung. Oh, herzlichen Glückwunsch, Mr. Duffy. Ich bin ja so froh. Ich hatte schon so ein Gefühl, dass dieses Missverständnis, das Sie mit den Oberen hatten, bald geklärt wird, sagte sie. Danke, erwiderte ich und räusperte mich. Also, ich möchte nicht zu spät kommen. Der erste Tag und alles. Warten Sie! Befahl Mrs. Campbell und rannte ins Haus. Sie kehrte mit einem Kamm zurück. Beugen Sie sich über den Zaun vor, mein Lieber! Ach, das ist doch nicht nötig. Ich. Vorbeugen! Ich lehnte mich über den Zaun und sie kämmte mir die Haare, um die störrischen Strähnen zu bändigen. Danke, sagte ich dümmlich und ging zu meinem recht zerschundenen BMW E30, Baujahr 1982. Ich schaute unter dem Wagen nach. Na, heute eine Bombe, Mister? fragte mich einer der McDowell-Sprösslinge. Heute nicht. Ach, meinte er mit leichter Abscheu. Ich stieg ein, stellte Radio Downtown ein und fuhr zum Revier Carrickfergus. Der Wachmann inspizierte meinen Dienstausweis und ließ mich mit einem misstrauischen Kopfschüttel hinein. Ich stellte den Wagen auf dem kleinen Abschnitt für das CID ab, vermied die Schlaglöcher voller Regenwasser und Diesel und ging hinein. Am Tresen stand ein fetter Polizist mit silbrigem Schnurrbart und einer schmalzigen Hautfarbe. Der alte Diensthabende hatte immer das People's Friend-Kreuzworträtsel gelöst und sich schwer damit getan. Dieser Kerl hier las gerade Middlemarch. Detective Inspector Duffy meldet sich zum Dienst, sagte ich. Ei, sie werden schon erwartet, murmelte der Sergeant ohne aufzublicken. Als ich in den ersten Stock kam, stellte ich fest, dass es seit meinem letzten Besuch noch größere Veränderungen gegeben hatte. Viele der Bürowände waren weggerissen worden und der Großraum stand voller Kabinen. Das CID war von seinem erstklassigen Platz an den Fenstern mit Blick auf den Loch umgezogen, in den zugigen Anbau hinter dem Gebäude. Apple-Computer hatten auf den meisten Schreibtischen die Schreibmaschinen ersetzt, und die funzligen gelben Glühbirnen, die sicherlich schon seit den Dreißigern ihren Dienst getan hatten, waren herausgerissen und durch Neonröhren ersetzt worden. Auch die alten bequemen Holzmöbel waren verschwunden und Plastiktischen und Stühlen gewichen. Viele der Polizisten waren neue Jungs mit frischen Gesichtern, die so taten, als würden sie an den Computer malochen. Manche von ihnen mochten tatsächlich arbeiten, aber woran? konnte ich beim besten Willen nicht erkennen. Ein paar blickten auf, als ich oben an der Treppe erschien, schauten dann aber wieder weg, als sie sahen, dass ich niemand Wichtiges war. Aufgejazzte Fahrstuhlmusikvariationen aus dem Great American Songbook drangen aus der Quadrophonieanlage. Das sollte wohl dazu dienen, eine ruhige Atmosphäre zu schaffen, nahm ich an, aber man konnte sich ganz gut einen Tag vorstellen, an dem jemand bei der fünfzehnten Wiederholung von Mackie Messer durchdrehte und die Lautsprecher von der Wand schoss. Ich wollte am liebsten meine alten Sparings-Partner vom CID wiedersehen, aber ich wusste, mein erster Gang bestand darin, mich bei Superintendent Carter zu melden. Er hatte die Büros mit Fenster übernommen und das alte Ermittlungszimmer zu seinem neuen Reich gemacht. Ich klopfte an die Tür. Milchglas in einem schwarzen Mahagonirahmen. Duffy, sind Sie das? fragte der Superintendent in einer beeindruckenden Darbietung seiner wahrsagerischen Fähigkeiten. Ja, Sir. Stehen Sie nicht wie ein Blödmann darum, kommen Sie rein! Carter saß hinter einem riesigen Schreibtisch aus demselben Argoni. Er trug seine Uniform und er hatte sich üppige Koteletten wachsen lassen, mit denen er aussah wie eine Gestalt aus einer Oper von Gilbert und Sullivan. Inspektor Duffy meldet sich zum Dienst, Sir. Verkündete ich und salutierte. In Zivil wird nicht salutiert, Duffy. Setzen Sie sich. Ich nahm ihm gegenüber Platz. Der Schreibtisch war leer bis auf eine Akte, auf der mein Name stand. Hinter Carter hing ein Union Jack und ein Foto von der Queen zu Pferd. Daneben fand sich ein etwas kleineres Familienporträt von Superintendent Carter, Mrs. Carter und zwei grausigen Kindern. Ich möchte Ihnen etwas Interessantes vorlesen, Daffy, erklärte Carter. Aber doch nicht mein Horoskop, oder, Sir? An sowas glaube ich nicht, sagte ich. Carter legte die Akte beiseite und richtete einen Finger auf mich. Das ist genau die Art von Einstellung, die Sie schon mal den Job gekostet hat, Daffy. Und jetzt halten Sie den Mund und hören zu. Er nahm ein Blatt aus dem Dossier, räusperte sich und las. Die Tiefpunkte meiner Personalakte den Großteil davon blendete ich aus. Dachte ich, wir hätten Sie zum letzten Mal gesehen, Duffy, ein schwarzes Schaf, sagten hier alle. Und um den ist es nicht schade, dachte ich. Da sitze ich also letzten Sonntag zu Hause, bitte zu bemerken, zu Hause, und erhalte einen Anruf, in dem es heißt, ich solle Platz schaffen für einen gewissen Detective Inspector Sean Duffy, Special Branch. Ich denke noch bei mir, das kann doch nicht derselbe Daffy sein, von dem ich schon gehört habe. Doch dann finde ich zu meiner Verblüffung heraus, er ist es. Wie kann es sein, dass man sie wegen einer ganzen Latte an Verbrechen und Vergehen aus dem Dienst wirft, darunter dass sie einen armen Kerl überfahren haben und doch sind sie hier. Zauberei, Special Branch, ein Inspektor. Na ja, wie haben Sie das gemacht, Daffy? Haben Sie drei Wünsche frei? Ist der Chief Constable Ihr Dad? Sie sind doch nicht etwa mit irgendeinem der gekrönten Häupter Europas blutsverwandt? Meines Wissens nicht, Sir. Was haben Sie vor, Duffy? Und warum kommen Sie ausgerechnet hierhin zurück? In mein Territorium? Ich sah ihm kalt zwischen die Augen, ganz stolz darauf, dass ich nun erwachsen genug war, die Unhöflichkeit eines Grinsens zu unterdrücken. Das kann ich Ihnen leider nicht sagen, Sir, erklärte ich monoton. Carter wurde rot. Er schob das Blatt Papier von sich. An der linken Seite seines Halses pulste eine Ader. Einfach so, ha? Huh? Ja, Sir, einfach so. Das gefällt mir nicht, Duffy. Das gefällt mir ganz und gar nicht. Tut mir leid, Sir, aber so ist es nun mal. Man hat mir gesagt, ich hätte hier irgendwo ein Büro. Ei, hinten beim CID, gleich neben dem Klo, beantwortete er mit Befriedigung. Also gut, ich wünsche Ihnen noch einen schönen Tag, Sir. Carter sprang auf, kam um den Tisch herum und packte mich am Arm. Für wen arbeiten Sie, Duffy? fragte er. Das kann ich nicht sagen, Sir. Worum geht es überhaupt? Hat das was mit mir zu tun? Habe ich was getan? Tatsächlich oder angeblich? Ich seufzte. Ist das alles, Sir? Uh seine Wangen hatten einen strahlenden rote Beteton angenommen, und um den Herzschlag noch zu befördern, salutierte ich erneut, machte auf dem Absatz Kehrt und marschierte hinaus. Eine Jazz-Trio-Version von The Last Train to Clarksville begleitete mich durchs Büro in den verkommenen CID-Abschnitt im hinteren Bereich des Gebäudes. Matty und McCrabben waren in ein kleines Zimmer mit rohen Gasbetonwänden und Blick auf den Parkplatz und die Eisenbahngleise gepfercht worden. Die Haltung, die normale Polizisten dem CID gegenüber an den Tag legten, überraschte mich immer wieder. Warum diese Verachtung? Es waren schließlich die Detectives, die tatsächlich loszogen und Kriminalfälle lösten. Ich meine, wer weiß denn schon, was die normalen Polizisten eigentlich taten? Ich war das letzte Jahr über selbst normaler Polizist gewesen, und ich wusste es immer noch nicht. Ich öffnete die Tür und betrat die Höhle. Habt ihr noch Platz für einen Mann, Jungs? fragte ich. Die Jungs freuten sich richtig. Hände schütteln, Schulterklopfen. Um MacCrabbin zu beruhigen, sagte ich Hör mal, Kumpel, ich bin jetzt bei Special Branch, ein DI mit Sonderauftrag. Ich will dir nicht ins Handwerk fuschen, das ist immer noch deine Burg. MacCrabbin war erleichtert, versuchte sich das aber nicht anmerken zu lassen. Groß, fast ein wenig gebückt, hatte er seit dem letzten Mal zugenommen, aber seine blasse Haut war nicht weniger blass, und in seinen Haaren fand sich keine Spur von Grau. Interimsleitung schon. Angeblich holen sie im Sommer einen Detektivinspektor her. Ah, das sagen die immer. Wenn du dich anstrengst, trägst du wahrscheinlich den Job. Matty hatte sich seine struppigen Haare geschnitten und seine Wangen wiesen etwas mehr Farbe auf. Seine Adlernase und seine großen Zähne wirkten in seinem noch immer jugendlichen Gesicht nicht mehr ganz so mächtig. Er sah immer noch nicht wie ein Polizist aus, aber das war okay, weil er nicht wie einer aussehen wollte. »Toll, dich wieder hier zu haben, Sean. Ganz gleich in welcher Funktion«, erklärte Matty. »Hab gehört, die haben dich in irgendeinen Schützengraben in South Armour gesteckt«, fügte Crabby an. »Ei, haben sie. Sie haben alles in ihrer Macht stehende getan, um mir den Gar rauszumachen, schätze ich. Aber ich habe den zum Trotz überlebt.« »Du hast neun Leben, schon, meinte Matty. »Wer schleicht mit mir raus ins Pub? Ich zahle.« »Ah, Carter hält uns an der kurzen Leine«, wiegelte Matty ab. »Na komm schon, was kann denn schon passieren?« »Das müsstest du am besten wissen«, erwiderte Krabby. Wir zogen uns ins Royal Oak nebenan zurück, die Jungs versorgten mich mit einer Jahrespackung Bürotratsch und ich sagte ihnen klipp und klar, dass ich auf der Suche nach Dermot McKen sei und vielleicht ihre Hilfe bräuchte. »Das müsst ihr für euch behalten, Jungs.« das ist ein Auftrag von Special Branch, und diese Irren leiden unter üblem Verfolgungswahn, sagte ich. Keiner von beiden würde auch nur einen Muck sagen. Das wusste ich. Wir tranken schnell eine Runde, dann liefen wir unserem alten Boss, Chief Inspector Brennan, im Ruhestand über den Weg, der gehört hatte, dass ich zurück sei und gekommen war, um Hallo zu sagen. Er hatte schon immer eine tragische Art an sich gehabt, doch nun war er alt und abgerissen. Und seine Nase war ein Stadtplan aus Äderchen. Viel schlimmer, er war betrunken. Betrunken um 13:30 Uhr. Er bestand darauf, uns allen einen doppelten Johnny Walker zu spendieren und erzählte ein paar unpassende Geschichten über mich und meine Dreistigkeit in den schlechten alten Zeiten. Schließlich sah er auf die Uhr und murmelte was von einer Runde Golf. Da geht er, der Geist der kommenden Weihnacht, meinte Maddie. Mord. Selbstmord oder Leberzirrhose. Das waren die drei beliebtesten Aussteigermethoden aus der RUC. Die Jungs waren deprimiert. Ich brachte sie zurück aufs Revier, besorgte mir einen Schreibtisch, einen Stuhl, eine Lampe, ein Telefon und einen Funkelnagelneuen Apple Macintosh. Zufrieden mit meinem Tagwerk fuhr ich wieder heim. Wie war denn der erste Tag, Mr. Duffy? Ich habe gehört, Superintendent Carter ist ein harter Hund, wollte Mrs. Campbell wissen. »Na ja, er ist sicherlich ein...« Sie senkte die Stimme. »Mrs. Rattigan sagt, seine Frau hat ihn wegen eines schicken Burschen verlassen und ist nach Übersee. Hat die Kinder aber zurückgelassen. Jungs, glaube ich.« »Ja, sieht so aus, als habe er schwere Zeiten hinter sich. Und das ist natürlich seine zweite Frau. Die erste ist bei einem Autounfall ums Leben gekommen. Er saß am Steuer. Schwer angesäuselt, sagt man, aber das habe ich nur aufgeschnappt.« es. Kater hat seine Frau bei einem Verkehrsunfall. Na, ich will Sie nicht länger aufhalten, Mr. Duffy. Ihr Telefon klingelt schon seit einer Stunde immer wieder. Da sucht sie wohl jemand. Ich ging hinein, brühte mir einen Tee und legte nervenberuhigenden Delib auf. Beim vierten Klingeln hob ich ab. Wie war Ihr erster Tag zurück? Gut, Kate, antwortete ich ihr. Haben Sie schon irgendwelche Fortschritte gemacht, unseren Freund zu finden? Eigentlich nicht, nein. Ich musste mich erst zurechtfinden. Ich verstehe. Bei Ihnen irgendwas Neues? Nichts. Er ruft nicht zu Hause an, schickt keine Post heim. Nirgendwo eine Spur von ihm. Ehrlich gesagt macht er einige von uns ziemlich nervös. Er spielt auf Zeit. Wenn er seine Karten aufdeckt, wird es ein dickes Ding werden. Damit kennt sich in Geschichte aus. Ich weiß noch, wie er mir mal gesagt hat: Die Bombe im King David Hotel hat die Briten aus Palästina getrieben. Stimmt, aber ein Jahr früher hat uns Gandhi aus Indien getrieben. Damit ist nicht Gandhi, sagte ich. Nein, das ist er nicht. Und wie lautet Ihr Angriffsplan? Nichts Besonderes. Ich würde einfach ein paar Leute befragen. Wann? drängte sie mich. Sie setzen mich ganz schön unter Druck, was? Weil die mich auch unter Druck setzen. Wir alle haben unsere Chefs. Wie wär's mit morgen? Ich fahre nach Derry und schaue bei seiner Ma und den Schwestern vorbei. Und sein Onkel wohnt auch keine Million Meilen entfernt. Sie werden mir zwar nicht sagen, aber fragen kann ich trotzdem mal. Derry? sagte sie. Ei. Soll ich mitkommen? Ich bin in Rathlin. Das ist auch keine Million Meilen entfernt. Sie wohnen auf Rathlin Island? Ich habe hier ein Haus. Das gehört schon seit langem der Familie. Und das ist besser als auf der Basis zu schlafen. Das kann ich Ihnen versichern. Haben Sie denn nichts Besseres zu tun, als auf eine aussichtslose Jagd zu gehen? Eigentlich nicht. Nein. Dermots Mutter wohnt in einer schlimmen Gegend, dem Artbo Estate. Es mag dramatisch klingen, aber ich kann dort nicht für Ihre Sicherheit garantieren, Kate. Ich kann auf mich selbst aufpassen. Ich dachte einen Augenblick darüber nach. Es war immer ganz nützlich, einen Partner dabei zu haben, der dort übernehmen konnte, wo man selbst nicht weiterkam. Und eine Partnerin. War noch viel nützlicher. Also gut, wir treffen uns um neun Uhr am Parkplatz der Fähre in Belly Castle. Reicht das, um von der Insel rüberzukommen? Ja, bis dann. Ich machte mir Bohnen auf Toast zum Abendessen und schaute mir die Nachrichten an. Es war ziemlich ruhig. Ein paar Angriffe auf Polizeireviere, ein paar Brandsätze vor Geschäften in Berliner sah ganz so aus, als würden die libyschen Kerle noch abwarten, bevor sie sich bemerkbar machten. Ich wusste nur, dass sie nicht ewig warten würden. Die zwei Schwestern Ich stand um sechs Uhr auf, suchte unter dem BMW nach Bomben und fuhr die Küste entlang nach Ballycastle. Starker Regen machte die Straße an den Klippenabschnitten glatt und gefährlich, dennoch fuhr ich den Wagen ordentlich aus. Kate wartete schon am Fährenparkplatz auf mich. Sie trug einen langen, schwarzen Daffelcoat und ein schwarzes, schräg sitzendes barett Sehr attraktiv. Sie wirkte jung, Mitte zwanzig, elegant, aufstrebend. »Sie wohnen also wirklich auf Rathlin Island?«, fragte ich und wies über die irische See zu der l Insel hinüber, fünf Meilen vom Festland entfernt. »Ja. Ich habe noch niemanden getroffen, der auf Rathlin wohnt.« »Na ja, ein paar hundert sind wir schon.« ist das für eine MI5-Agente nicht unpraktisch? Überhaupt nicht. Es gibt einen regelmäßigen Fährverkehr, Telefon, Strom, eine sterbensschöne Aussicht natürlich. Und sicher ist es auch, nehme ich an, fügte ich hinzu. Oh ja, sicher. Seit ein paar hundert Jahren hat es auf Rathlin kein Mord mehr gegeben, und der letzte war natürlich ein Massenmord gewesen. Das Massaker an der gesamten Bevölkerung, sagte sie und lächelte. Na, steigen Sie ein. Wahrscheinlich ist es am besten, Sie sagen nichts. Ich stelle Sie vor, als. Äh, hab ich Ihren Familiennamen überhaupt mitgekriegt? Nehmen Sie den Namen meiner Mutter: Randall. Okay. Ich werde sagen, Sie sind Detective Constable Randall. Aber mit Ihrem englischen Akzent wird die Sache auffliegen. Ich kann auch irisch. Mein Vater ist aus altem anglo Adel. Ich rollte mit den Augen. Sie können das bestimmt prima, da bin ich sicher. Aber wahrscheinlich ist es am besten, Sie halten den Mund einfach geschlossen. Kate stieg ein. Ihre Eltern wohnen doch irgendwo hier, nicht? Fragte sie. Ja. Wir können ja reinschneien, wenn Sie wollen. Will ich nicht. Ach je sind Sie ständig so geschäftsmäßig? Ei, ganz geschäftsmäßig. Wenn ich an einem Fall bin, bin ich an einem Fall. Ich suchte in meiner Kiste mit den Kassetten herum und legte die B-Seite von Kind of Blue auf. Normalerweise ist Miles Davis immer eine Möglichkeit, etwas mehr über die musikalischen Kenntnisse eines anderen zu erfahren, aber Kate hatte nichts dagegen, summte nicht mit und machte auch sonst keinerlei Bemerkung. Stattdessen beließ sie es bei derselben angestrengten, steinernen Haltung aller Ich bin mal kurz draußen. Mich beeindruckte sie damit nicht, sie strengte sich zu sehr an. Wir nahmen die geschäftige A2 nach Port Stewart. Der Regen war urgewaltig, man konnte rein gar nichts sehen. Was Schade war, denn an einem guten Tag war dies der schönste Abschnitt der Küste. Ich fuhr durch Colrain und limmerwady und hielt dann vor einem kleinen Café, das ich kannte. Hungrig? Fragte ich Kate. Vielleicht, antwortete sie und beäugte skeptisch den Laden, ein ganz gewöhnliches Lokal am Straßenrand. Wenn Suzanne da ist, gibt es hier ein mordsmäßiges Alsterfrühstück. Und dass Suzanne arbeitet, erkennt man an der Vincent Black Shadow, die draußen steht. Das Motorrad, das da steht, ist also eine Vincent Black Shadow? Ja. Und das Frühstück ist die Spezialität des Hauses? wollte Kate wissen. Ei. Na, dann versuche ich es mal. Ich lade Sie ein, bemerkte ich. Wir gingen hinein. Ich bestellte zweimal Alster Frühstück und zwei Tee. Ich schnappte mir die Irish News und einen Newsletter und wir setzten uns in eine Nische am Fenster. Ich las die Sportmeldung, Kate die richtigen Nachrichten. Dann kam unser Frühstück: Kartoffelbrot, Sodabrot, Pfannkuchen, Eier, dicke Schweinswürstchen, fettiger Speck, Blutwurst. Alles in der Pfanne in Rindertalg ausgebacken. Ich glaube nicht, dass ich das essen kann, stellte Kate fest. Und einmal Toast. brüllte ich zu Susanne hinüber. Kate knabberte am Toast, aber ich musste dringend zunehmen, also verputzte ich einen Großteil des Frühstücks. Der Regen hatte nicht nachgelassen, und so rannten wir zum Auto und fielen fast mit der Nase in den Schlamm. Wir fuhren weiter und waren kurz nach zehn in Derry. In den tausend Jahren, bevor die Normannen im zwölften Jahrhundert nach Alster kamen, war dies das Gebiet der O'Neills gewesen. Ein ausgesprochen grimmiges und unabhängiges Völkchen. Die englischen Siedler hatten das Städtchen in Londonderry umbenannt und überlebten die berühmte Belagerung von 1690 durch die katholischen Truppen des King James. Danach blieb die Gegend östlich des Voll eine protestantische englische Stadt und westlich des Flusses wuchs das katholische Derry. Tragischerweise war die Stadt bis zum heutigen Tag zwischen den beiden Gruppen gespalten geblieben. Wir fuhren ins katholische Bogside, eine ziemlich einschüchternde Gegend für Außenstehende, vor allem wegen der IAA-Graffiti und dem Labyrinth der Sozialbauten. Allerdings nicht für mich, obwohl ich Polizist war und man mich im Handumdrehen entführt und umgelegt hätte. Ich war hier zur Schule gegangen und ich kannte die Stadt und ihr Gefüge in- und auswendig. Eigentlich war es gut, wieder hier zu sein. Belfast würde sich nie wie Heimat anfühlen. Aber Derry, ja, mit Derry kam ich klar. Wir fuhren durch Chantalow Estate mit seinen Reihenhäusern in Grau, seinen Schmuddelkindern, Freudenfeuern, ausgebrannten Autos und den heimeligen Wandmotiven mit den AK-47-Maschinengewehren. Dann überquerten wir die A515 zur Lanamore Road und dem Artbo Estate. Nur eine Meile entfernt von der Grenze zu Donegal, Republik Irland, war die Gegend hier polizeilich praktisch nicht zu kontrollieren. RUC und die British Army behaupteten, es würde keine Gegenden in Nordirland geben, die nicht von ihnen beherrscht würden. Aber es hätte mich überrascht, wenn sich Recht und Gesetz der Queen hier hätten durchsetzen lassen. Die Arbeitslosigkeit lag bei weit über fünfzig Prozent, und die Behausungen waren schludrig errichtete mehrstöckige Wohnhäuser und Reihenhaussiedlungen, die dem größten Vermieter in Europa gehörten, der Northern Ireland Housing Executive, dem sozialen Wohnungsbau Nordirland. Nicht, dass man damit sonderlich hätte prahlen können. Ein Drittel der Häuser waren zugenagelt oder sonst wie unbewohnbar, der Rest befand sich in unterschiedlichen Stadien des Verfalls. Kinderhorden und Rudel streuender Hunde durchstreiften die Gegend. Müll und alte Kleidung lag verstreut oder in Haufen herum, wie kleine Kunstpyramiden von Charles LaDrey. Die Bäume, die hoffnungsvoll angepflanzt worden waren, waren längst in Flammen aufgegangen, und zur Tierwelt, die wir durch die Fensterscheiben sahen, gehörten auch Pferde und Ziegen, die frei auf den Flächen zwischen den braun niedrigen Mietshäusern grasten. Im Westen lag die unheimliche rote Hülle einer leerstehenden Fabrik, im Norden zeichnete sich die düstere Präsenz der Donegal Mountains ab. Wenn Sie noch einen Rückzieher machen wollen, dann kann ich ohne Probleme umkehren sagte ich, als ich Kates Gesichtsausdruck bemerkte. »Ich mache mir nicht die leisesten Sorgen,« log sie. Früher mal war dies eine begehrte Wohngegend gewesen, ein mutiges, strahlendes, einen Slum ersetzendes Projekt der Sechziger, und das war es zumindest ein paar Jahre lang geblieben. Derry war von den schlimmsten Auswüchsen der Troubles weitgehend verschont geblieben, bis zu jenem verhängnisvollen Tag, Sonntag, der 30. Januar 1972. Als britische Fallschirmspringer auf Berichte von IAA-Heckenschützen überreagierten und während einer Bürgerrechtsdemonstration dreizehn Unbewaffnete erschossen. Über Nacht waren die Aufnahmezahlen der IAA in die Höhe geschossen, und nach ein paar Monaten waren große Teile von Derry praktisch in den Händen der Paramilitärs. Schauen Sie mal im Handschuhfach. Da liegt ein Stück Papier mit einer Adresse. Wie lautet die? fragte ich Kate. 22 Cowper Street. Okay, Cowper Street. Ich glaube, ich weiß, wo das ist. Ich fuhr tiefer in die Siedlung hinein, passierte bröckelnde Mietshäuser und Reihensiedlungen, bis ich Cowper Street fand. Der Blick der Kinder, die mich in meinem BMW vorbeikommen sahen, gefiel mir nicht. Dreizehnjährige Burschen mit Fokuhila, Spinnwebtattoos und Jeansjacken, die nur zu gern einen Wagen wie diesen klauen und zu so Schrott fahren würden. Keines der Häuser wies Nummern auf und ich musste zweimal um den Block fahren, oft genug, um Aufmerksamkeit zu erregen. Schließlich ging mir auf, dass die Nummer 22 ein vierstöckiges Mietshaus aus Gasbetonstein und schmutzigem schiefergrauem Beton war. In den unteren Etagen waren alle Fensterscheiben eingeschmissen worden, und die Schmierereien an den Wänden verrieten mir, dass dies das Gebiet der Irish National Liberation Army war. Noch eine weitere der vielen nationalistischen paramilitärischen Splittergruppen. Ich hielt vor dem Haus an, stieg aus und wartete auf die Kindermeute, die sich näherte. Sagen Sie nichts, murmelte ich zu Kate, und versuchen Sie jeden Augenkontakt zu vermeiden. Ich wohne hier schon. Sie behandeln mich, als wäre ich ein Frischling bei seinem ersten Einsatz in Vietnam. Das hier ist nicht Rathlin Island, meine Liebe. Tun Sie einfach, was ich sage, okay? Die streunende Meute kam näher. Ich gab dem größten und am gefährlichsten Aussehenden, der ganz auf Skinhead mit Jeansjacke und Nagelschuhen machte und rein zufällig eine Latte mit einem hervorstehenden Nagel bei sich trug, zwei Pfundmünzen. Da sind für dich noch zehn Pfund drin, wenn und wirklich nur dann, wenn ich zurückkomme und ich keinen Kratzer am Wagen vorfinde, sagte ich zu ihm. Er besah mich von oben bis unten und nickte. Ei, ich kümmere mich drum, Kumpel, verkündete er. Ich schätzte die Chancen, dass er den Wagen klauen oder bewachen würde, standen fünfzig zu fünfzig. Also gut, gehen wir, sagte ich zu Kate. Ihre Lippe zuckte ein wenig, vielleicht erste Anzeichen von Nervosität an jenem Tag. Zweiundzwanzig Cowper Street nannte sich großspurig Gedächtnisblock für Francis Hughes, Hungerstreikender und Widerstandskämpfer. Über dem Eingang befand sich ein großes Graffiti von einem Para mit Kalaschnikow in der einen und der irischen Trikolore in der anderen Hand, wie eine ausgewählte Schar an Flüchtlingen durch eine apokalyptische Landschaft führte. Das Bild war ziemlich gut, hob sich vom naiven Primitivismus der meisten Wandbilder ab und wirkte überzeugend erschreckend. Ich ging hinein und hielt mir gegen den Uringestank die Nase zu. Ich fand einen schwer beschmierten Belegungsplan und sah, dass 4H eine Eckwohnung im vierten Stock war. Ich ging schwungvoll auf den Fahrstuhl zu. Um festzustellen, dass er nicht funktionierte, brauchte es meine Berufserfahrung nicht. Der Schacht war ein gähendes Loch voller zerschundener Maschinenteile, Müll und einem Kinderwagen am Grund. Es hätte mich nicht überrascht, wenn darin ein Baby gelegen hätte, lebend oder tot. Wir fanden die Treppe und stiegen in den vierten Stock hinauf. Der Architekt war davon ausgegangen, dass die Treppe nur selten benutzt würde, also war sie eng und durch zerschlagene Fenster nur dürftig erhellt. Es stank nach erbrochenem, Bier, modrigen Blättern und Müll. Die gelegentlichen schwarzen, schuhgroßen Flecken waren nicht Schimmel, wie ich erst vermutet hatte, sondern tote, verfaulende Ratten. Kate hatte genug Verstand, um nicht na wie hübsch oder etwas derartiges zu sagen. Das hier ging über ihre scharfe englische Ironie hinaus. Wir kamen oben an und holten Luft. Sind Sie wirklich sicher, dass der MI5 die Post für diese Wohnung abfängt? Der Zustelldienst scheint mir in dieser Gegend doch recht dürftig zu sein, meinte ich. Wenn dies die Wohnung von Dermots Mutter ist, dann lesen wir die Post und hören das Telefon ab, das versichere ich Ihnen. Wenn Sie es sagen, murmelte ich und fragte mich, welcher MI5-Agent so viel Mumm hatte, in diese INLA-Zentrale zu kommen, in Mrs. mckens Wohnung einzubrechen und eine Telefonwanze zu installieren, wenn man denn überhaupt auf diese Weise eine Wanze anbrachte? Wir gingen einen klammdunklen Flur entlang und klopften an der Tür zu Wohnung 4H. Wer ist da? fragte eine Frau. Polizei, sagte ich. Verpissen Sie sich! drohte die Frau. Es geht um Dermot, sagte ich. Pause, dann eine Diskussion. Schließlich ging die Tür auf. Maureen, Dermots Mom, war klein, vielleicht 1,58, ein zerbrechliches Etwas mit einem schwarzen, allmählich grau werdenden Bubikopf. Haselbraune Augen, rote Lippen, Haut wie Butterbrotpapier. Ich hatte im Kino schon Vampire mit mehr Gesichtsfarbe gesehen. Sie war Mitte fünfzig und sie erinnerte sich offenkundig nicht an mich, auch wenn ich als Kind wohl ein halbes Dutzend Mal in Dermots altem Haus in Craggy Terrace gewesen war. Es ist mit ihm, fragte Maureen. Darf ich hereinkommen, Mrs. McCann? Es ist mit Dermot. Ist er tot? Habt ihr ihn umgelegt? Nein, haben wir nicht. Kann ich hereinkommen? Und Sie sind wirklich von der Polizei? Ich zeig dir meinen Dienstausweis. »Ich gebe Ihnen fünf Minuten, keine Minute länger.« Wir gingen hinein. Die Wohnung war groß, sauber und ordentlich, aber es roch nach Zigarettenqualm, Alkohol und stiller Verzweiflung. Von hier hatte man einen atemberaubenden Ausblick auf den Nordosten von Donegal, Derry City und Loch Foyle. »Wer ist denn da, Ma?« fragte Fiona McCann, die in der Küche hinter einem Bügelbrett stand. Fiona war zwei Jahre älter als ich, und ich erinnerte mich noch an sie von meinen Besuchen in damals altem Haus. Damals war sie auf eine Weise ungeheuer schön gewesen, wie das andere Mädchen in Derry nicht gewesen waren, wie irische Mädchen ganz allgemein nicht. Sie hatte einen dunklen Teint, ihre Augen waren braun, und ihre Stimme hatte sie willentlich nach Janice Joplin geformt. Es war immer etwas Exotisches an ihr gewesen, an der ganzen Sippschaft, um ehrlich zu sein. Die exotik gefallene Aristokratie von exilierten Herrschern in einem fernen Land. Fiona war fünf Jahre lang in Amerika gewesen, hatte als Krankenschwester gearbeitet und ein Kind bekommen, hatte den Mann verlassen und war nach Derry zurückgekehrt, als Dermot eingebuchtet wurde, ihr Vater an Herzinsuffizienz starb und ihre anderen Brüder und Schwestern sonst wohin verschwanden. Nicht gerade der klügste Schachzug des Jahrzehnts. Die Polizei, Sie wollen über dörmet reden, antwortete Mrs. mcken Fiona blickte vom Bügelbrett auf. Ihr rotes Haar war grau durchwirkt, und sie hatte tiefe Furchen in den Wangen. Sie sah aus wie fünfzig, sechzig, und ich fragte mich, ob sie auf Age war. Im Mundwinkel baumelte eine Kippe, und in Erwartung des drohenden Ablebens der einen Zigarette zündete sie sich schon die nächste an. Sie haben ihn doch nicht geschnappt, oder? Ist er gesund? fragte sie. Nein, wir haben ihn nicht geschnappt. Er ist noch immer auf der Flucht, antwortete ich. Fiona drückte die Augen zu schlitzen zusammen. Bist du das, Sean Duffy? Ja, ich bin's, und das ist Detective Constable Randall. Verfluchter Mist, der beschissene Sean Duffy, taucht einfach hier auf und fragt nach Dermot, sagte Fiona und spuckte die Wörter förmlich aus. Ist das der kleine Sean Duffy? fragte Mrs. McCann mit erheblich freundlicherer Stimme und fügte hinzu, »Möchtest du einen Tee?« »Ich würde nicht Nein sagen, wenn es keine Mühe macht, Mrs. McCann,« antwortete ich. »Ach, das macht keine Mühe. Setz dich, setz dich. Was ist mit Tee, Schätzchen?« Kate schüttelte den Kopf. »Nein, danke,« sagte sie. Wir schoben einen Stapel dünner Gedichtbände beiseite und setzten uns auf ein kissenloses Sofa. Fiona schaltete das Bügeleisen aus, presste die Kippe in einen vollen Rothmans Aschenbecher, kam mit der frischen Zigarette quer durchs Zimmer und setzte sich uns gegenüber auf eine umgedrehte Plastiklieferkiste, die als Wohnzimmertisch diente. Hab gehört, du bist zur Polizei gegangen. Konnte es nicht glauben. Wie schläfst du nachts? fragte sie. Diese Frage war mir schon so oft gestellt worden, dass ich eine ganze Reihe vorbereiteter Antworten mit verschiedenen Graden an Sarkasmus parat hatte, je nach meiner Verachtung für den Fragenden, doch dies war weder der richtige Zeitpunkt noch Ort dafür. Ich überhörte die Frage also und hakte im Gegenzug nach Warum wohnt ihr hier? Was ist mit dem Haus an der Craggy Terrace passiert? Das war hübsch. Das war es wirklich gewesen. Licht, luftig, fünf Zimmer. Ach, die haben es in Brand gesteckt, erklärte Fiona. Wer? Keine Ahnung, UVF, INLA, UDA, ist doch egal. Das Haus ist lange weg. Nachdem Dermot in den Bau gegangen ist? Natürlich! Glaubst du vielleicht, die hätten den Mumm gehabt, uns anzurühren, solange er noch draußen war? meinte Mrs. McCann, die mit Tee und selbstgebackenen Kokosbrötchen zurückkam. Sie schien schon etwas älter, aber es wäre unhöflich gewesen, sie abzulehnen. Wie bist du denn bei der Polizei gelandet? fragte Fiona. Schätze, ich hatte nicht genug Spannung in meinem Leben. Ich bin überrascht, dass du noch lebst. Die haben doch ein Kopfgeld auf katholische Bullen ausgesetzt, nicht? Ja, haben sie. Ich biss in das Kokosteilchen. Es schmeckte nach Backsoda und Rübensirup. Ich nahm einen Schluck Tee, um es herunterzuspülen. Aber auch der war schrecklich. Möglicherweise versuchten die beiden, sich das Kopfgeld auf der Stelle zu verdienen. Und Orla wohnt auch hier? forschte ich nach. Steht das in deinen mageren Geheimdienstberichten? fragte Fiona zurück und kicherte. Ich nickte. Ja, genau das steht da. Da steht, ihr drei teilt euch die Wohnung. Sie ist ausgezogen, sagte Mrs. McKenna und seufzte. »Sag ihm nicht vorhin Ma, das wäre Kollaboration«, zischte Fiona. »Ich sag's ihm trotzdem. Das sag ich jedem, der es wissen will. Orla ist bei Papi Devlin, das ist sie. Und jetzt ist sie eine seiner kleinen Bordsteinschweiben. Und bis oben zugekokst ist sie. Wir sind völlig blamiert. Trauen uns nicht mal, unsere Köpfe aus der Tür zu strecken wegen der Schande.« Ich war schockiert. Bleierne Stille breitete sich aus während ich diese Informationen zu verdauen suchte. Dermot mckenns Schwester ging für einen Drogendealenden Zuhälter namens Puppy Devlin anschaffen? Hatte Dermots Name in dieser Stadt denn gar kein Gewicht mehr? Jesus Maria und Josef. Vielleicht war es Dermot egal, wie es seiner Familie ging, vielleicht wurden auch die alten IRA-Akteure von einer neuen Generation von Drogendealern verdrängt, die die Taschen voller Geld hatten und sich nicht für Politik oder den Kampf interessierten. Wer ist dieser Puppy Devlin? fragte ich. Was machst du hier eigentlich? entgegnete Fiona. Ich zeig dir meinen Dienstausweis. Ich bin bei der RUC, Special Branch. Ich suche nach damit. Ich möchte, dass er sich stellt. Fiona lachte freudlos. <lacht> du bist ein Scherzkeg schon dafür, aber ehrlich. Ich möchte, dass er sich stellt, bevor die Briten ihn finden und ausknipsen. Die Briten werden ihn niemals finden, im Leben nicht verkündete Mrs. McCann. Wir werden dir nicht sagen, wo er ist. Selbst wenn wir es wüssten, was wir nicht tun. Glaubst du, er ruft uns an? Hältst du ihn für so einen Volltrottel? Hast du vergessen, mit wem du es zu tun hast? Ich schüttelte den Kopf. Das habe ich nicht vergessen. Aber falls er sich meldet, tun Sie mir dann einen Gefallen und sagen Sie ihm das. Es wäre besser, er würde sich stellen. Wenn der MI6 ihn findet, wird er sterben. Er hat die Briten aufgeschreckt. Fiona stapfte durchs Zimmer und bohrte mir einen Finger in die Brust. Gar nichts werden wir ihm sagen. Und dir werden wir auch nichts sagen. Er hat dich nie gemocht. Er hat dir nie vertraut. Ich fand dich ganz in Ordnung. Aber jetzt weiß ich, ich habe mich geirrt. Und jetzt raus hier, bevor ich dir eine Ohrfeige verpasse. Ich stand auf. Kate erhob sich gleich darauf. Danke für den Tee und den Kuchen. Lecker wie immer, Mrs. McKen, sagte ich. Die alte Dame lächelte. Du warst immer ein guter Junge, Sean. Ach, es ist eine Schande, wie sich das entwickelt hat, nicht? meinte sie verträumt. Ei, das ist es. Ich drehte mich um und sah Fiona ins Gesicht. Ihre Wangen waren rot und wieder war da dieses merkwürdige Licht in ihren Augen, das auf eine wilde, königliche Ader hindeutete, die in diesem grässlichen Loch am Arsch der Welt endete. Ich mag Dermot. Ich möchte nicht, dass ihm was zustößt. Das ist keine Drohung. Ich möchte nur nicht, dass er den Briten eine Entschuldigung liefert, ihn kaltblütig umzubringen. Sie unternehmen alles, um ihn zu finden. Sie haben ja sogar mich angeheuert. Und es wäre besser, er würde sich stellen. Bitte sag ihm das, falls er sich meldet. Das brachte sie endgültig auf. Verpiss dich, du Bulle, oder muss ich dich eigenhändig rausschmeißen? zischte sie. Ich öffnete die Tür und als Kate hinausgegangen war, spuckte Fiona uns vor die Füße und knallte die Tür zu. Wir gingen schweigend die Treppe hinunter. Als wir unten angelangt waren, fragte Kate War das normal? Sind Sie mit dem Verlauf zufrieden? Es ist genau so gelaufen, wie ich es erwartet habe. So wird das bei allen aus der Familie sein. Keiner wird uns ein Wort sagen. Und wie wollen Sie seine Spur finden? Ich zündete mir eine Zigarette an und reichte Kate auch eine. Sie schüttelte den Kopf. Um ganz ehrlich zu sein, meine Liebe, ich habe keinen blassen Schimmer, sagte ich. Kate biss sich auf die Unterlippe. Und was kommt jetzt? Ich atmete den Tabakvahm ein, ließ mir von der Wärme die Lunge auskleiden und den Kopf freimachen. Ich rieb mir das Kinn. Na ja, da ist der Onkel, der noch immer in der Gegend wohnt. Dort fahren wir als nächstes hin. Dann Annie, seine Ex-Frau unten in Antrim, die bei ihren Eltern wohnt. Da fahren wir auch hin. Und dann? Ich schüttelte den Kopf. Der Rest der Familie ist jenseits des Wassers. Haben Sie nicht gesagt, die sind in Amerika und Australien und so? Ja. Nun, das ist ja wohl außerhalb unseres Einflussbereiches, oder? Und seine alten Genossen sind entweder im Gefängnis oder auf der Flucht. Noch mal, was kommt jetzt? Wenn keiner redet. Wenn keiner redet.